Digga, das ist die dümmste Scheiße ever. Ja! Ich hab's gehört. Ja! Here we go! Okay, Leute, also, wie gesagt, Asterix, Widder von Hibernia. Wir spielen zusammen mit Kevin. Und ja, Kevin ist Asterix, ich bin Obelix, weil ich hier als Spieler 2 drin bin. Es können theoretisch bis zu 4 Spieler spielen, I guess. Ja. Cool, okay, so, ja. By the way, das Spiel kam heute raus, weil die es nicht wussten oder so. 40 Euro auf Steam, ja. 50 auf PlayStation scheinbar, weil Baum. 30 in den US. Ja, also, kauft es euch oder so. Nee, wartet ab, bis wir das Spiel gespielt haben und euch sagen, ihr könnt es kaufen, ihr sollt es lassen. So, wir ballern rein, würde ich sagen. Let's go. Ich frage mich, ob wir vielleicht irgendwann noch neue Charaktere freischalten. Ich glaube nicht. Wir befinden uns im Jahre 50. So, aber wir haben eine Story. Immerhin. Deutsche Vertonung. True. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf dem Eindringling Widerstand. Ich bin mal gespannt auf die Story. Bei XL3 war die ja basically nicht vorhanden. Den römischen Adler in Hibernien lassen will. Aber das ist ja normal. Die majestätischen Insel vor der Küste Britanniens. Denn wie in Gallien hält ein Dorf, das von unbeugsamen Hiberniern unter der Führung ihres Häuptlings Whiskytonix bevölkert wird. Whiskytonix, ehrlich jetzt? Trotz der ständigen Angriffe gibt Whiskytonix nicht nach. Dabei verfügt er über einen ganz besonderen Vorteil. Einen prächtigen Widder mit goldenen Hörnern. Ihm hat er all seinen Mut und seine Zähigkeit zu verdanken. Perillus, der für den Angriff verantwortliche General, hatte eine teuflische Idee, um Whiskytonix zu schwächen. Er nahm das verzauberte Tier gefangen, das den Häuptling ein Leben lang begleitet hatte. Der Plan ging auf und Whiskytonix, in Depression versunken, machte sich nicht mehr die Mühe, seine Insel zu verteidigen. Deshalb sucht Keratina, die Tochter von Whiskytonix, nach einer Lösung, um ihrem Volk zu Hilfe zu kommen. Als sie von einem Freund, eines Freundes der Familie, von den Heldentaten von Asterix und Obelix, den beiden berühmten gallischen Helden, erfährt, überquert sie das Meer, um diese entfernten Vettern um Hilfe zu bitten. Strong Story auf jeden Fall. Also muss ich sagen, da ist der Zaubertrank um einiges praktischer. Ja, das würde ich auch sagen. Keratina erinnert mich ein bisschen an Ketamin. Ich weiß nicht genau warum, aber ich denke immer an Ketamin als erstes, wenn ich ihren Namen höre. Mich erinnert es an Giratina aus Pokémon. Auch gut. Auch fucking gut. Ja, Leute, in alter XXL3-Manier haben wir natürlich keinen Springbutton. Wir spielen das Ganze in der Top-Down-Perspektive. Möchte ich direkt was anmerken. Und zwar, eigentlich hat Mikroid so ein bisschen auf die Kritik gehört. Und zwar, der Gedankengang hinter der Sache, die ich gleich zeigen werde, ist, dass ich dachte, Leute wollen springen. Was macht man mit Springen? Man tut weite Distanzen überbrücken. Ah, ich sehe schon, was du meinst. Ich weiß also, was wir machen. Ihr wollt einfach weiterkommen mit eurem Dash. Okay, dann geben wir euch einen zweiten Dash, wenn ihr gedrückt haltet, um weiter zu dashen. Ach was. Ja gut, das ist halt kein Springen, aber okay. Kann man damit... Oh, man kann damit aber hochkommen auf Dinge. Nee, kann man doch nicht, sieht nur so aus. Ja, okay. Ja gut, was auch immer. Interesting. Was ich noch dazu sagen muss, neue auch Verbesserung, ich find's gut, dass wir farbige Kreise unter uns haben. True. PvP ist on. Nee, ich glaube nicht, weil wir nämlich keinen Schaden bekommen. Ja. Aber wir werden kurz gestunt. Ja, ja, okay. Eine halbe Sekunde. Das wird wahrscheinlich noch belastend, weil, Fun Fact, das Schlagen mit Zielsuchfunktion ist immer noch drin von XXL3. Das heißt, wenn du irgendwo in der Nähe von etwas schlägst, Alter, meine Verbindung kackt ab. Alter, boah. Ey, da geht gar nichts gerade. Boah, das war ganz kurz echt eklig. Hast du das auch gehabt bei dir? Ja, aber nur deine Stimme. Ach so, ja. Dein Upload ist kurz gestorben. Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, deine Leitung ist verreckt. Weil bei mir kam kein Bild mehr an von dir. Okay, weil Dings, ich hatte dich nämlich verzerrt gehört, so als wäre mein Download höchstens gestorben. Ja, ist er auch, während dein Upload gestorben ist. Weil wenn der Upload tot ist, ist der Download auch quasi tot, weil... Was haben wir denn hier? Oh, ich habe einen Winkelstein! Ja. Ja. Was ich auch noch anmerken muss, guter, weil es gibt jetzt zwei Angriffsbutton. Es gibt jetzt einen schweren und einen leichten Schlag. Ja, gut. Macht's nur noch komplizierter. Also gut, es ist halt basically XXL3, nur mehr davon. Guck mal, die haben die Stelen umfunktioniert.
Okay, tritt mehr, um mehr zu erfahren. Ich bin doch schon ganz nah. Was soll ich denn noch tun? Das ist die Sache. Guck, wenn du jetzt weggehst, können wir hier runter. Okay, warte, noch ja, weiter. Ja, das ist... Nein. So, jetzt. Als so, ob. Wenn du jetzt hingehst... Als ob. Dann kriegst du die Information. Oh boy, okay. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall gameplay-technisch bisher sehr nach XXL3 an. Kann man ganz klar sagen. Das hier ist, by the way, mein schneller Angriff gerade. Ich hämmer X wie bescheuert. Das ist ein Hinkelstein, okay? Ja, aber ich bin Obelix, okay? Ah, drücken, um zu preschen. Das hat richtig gut funktioniert. Na, alles klar. Nice one. Ich gehe einfach hier lang. Ah, nee, gehe ich nicht. Kannst du nicht. Okay. Ich dachte, du hast nur 10-Kohle-Batterien. Das nehmen sich, denke ich, alle. Digga, was zum Fick für 10-Kohle-Batterien? Das sind ganz normale Lithium-Akkus. Zink-Kohle-Batterien, Alter. Wahrscheinlich meint er auch nicht Zink-Kohle, sondern Zink-Carbon. Und Carbon ist nicht Kohle. Ist auch scheißegal. Tatsache ist jedenfalls, dass das ganz normale Akkus sind. Die sind einfach nur leer, weil ich halt davor 11 Stunden lang übers Wochenende ein Game gezoppt habe auf demselben Akku. Und davor ja. Schon Stray auf demselben Akku. Guck mal hier. Ah, halt. Um lange zu preschen. Und man sieht sogar, wo man landen wird. Ja. Das ist natürlich ganz nice, ne? Das ist natürlich ganz nice. Das muss ich sagen, das ist gut gelöst. Ja, aber ich will trotzdem einen Springbutton. Das ist schon, aber man muss. Wobei, wenn das Game Design so ist, dass es, dass es quasi nicht Springen von einem verlangt, dann ist es ja auch fein. Ja. Ich habe mal eine Frage. Wie fühlt sich das Gameplay an? Also exakt so wie XXL3. Nein, ich meine von Lag und so. Ach so, ja, solange es läuft, läuft es. Aber wenn es halt mal nicht läuft, dann läuft es halt gar nicht. Okay, das hatten wir jetzt einmal gehabt, okay? Ganz kurz. Ja, ich habe am Intro schon manchmal das Signal bekommen, dass es nicht richtig läuft. Also, Soll ich vielleicht mal ein bisschen runterdrosseln von der Max-Cap? Ich glaube, das Cap sagt nur einfach, was er verwenden kann. Ich glaube, das drosselt nicht automatisch auch die Qualität mit runter, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Egal, aktuell läuft's. Also ja, okay, gut. Wenn es nochmal schlimm werden sollte für längere Zeit, dann... Ja, dann gucken wir. Nee, Leute, wie gesagt, wenn irgendwas ruckelt oder sowas, das ist höchstwahrscheinlich dem Remote Play geschuldet. Ich meine, ich kann zur technischen Sauberheit des Spiels aktuell noch nichts sagen. Okay, da kann man scheinbar nicht durch. Aber ich hatte bisher noch keine Ruckler. Kannst du da durchrutschen irgendwie? Nö, ich hab's versucht schon, ob ich irgendwie... Okay, dann ignorieren wir das einfach. Scheiß drauf. Aber ja, das ist halt Remote Play. Ach, wir können einfach so rumlaufen. Lol. Hier ist noch ein Hinkelstein gewesen. Ja, ich hab ja einen. Ein goldener Helm. Helm erhalten, was haben wir uns das gesagt? Warte mal, kann ich jetzt... Oh, ups. Ich bin gespannt, wie viele Bugs wir sehen werden. Das ist das, worauf ich warte. Das ist das, was ich meinte, dieses, ne, magnetische ranziehen quasi. Sobald du irgendwas schlägst in der Nähe. Das heißt. Ja, das heißt nicht schwimmen. Warte, lass uns das testen, weil der XXL3 konntest du nicht schwimmen. Ja, okay, danke. Frage aber geklärt. Hey, wieder Verbesserung. Sie ersparen dir eine lange Ertrinkanimation. Ja, das stimmt. Und es fadet nicht zu black. Okay. Ich verlange, dass ihr dieses junge Mädchen in Ruhe lasst. Ja, okay. Verlangen du mal, Opa. Eine Hibernierin, eine Gefangene. Aber natürlich ist sie ein junges Mädchen. Die spinnen die Römer. Hast du das gesehen, Asterix? Ja, hab ich. Los, helfen wir unserem Druiden und der jungen Dame. Wann kam das raus? Heute. Kann man es zu zweit spielen? Ja, bis zu 4 Spieler. Nur lokal. Ja, eigentlich nur lokal. Deswegen tricksen wir halt ein bisschen mit Screenübertragung und so weiter. Hilft der Person in Not. Ah, ja. Guck mal, das ist meine Waffe. Speer. Und was habe ich? Wir haben einfach nur einen Stock. Wir haben einfach nur einen Stock. Billo, Alter. Kann ich meinen Hinkelstein wieder haben? Okay. Warum ist mein Hinkelstein weg? Blöde Frage. Weil du den zum Stock gewechselt hast. Ja, aber nein. Ich hatte ihn gar nicht mehr davor. Der war einfach weg. Weil, Zwischensequenz. Das ergibt gar keinen Sinn. Was tust du da eigentlich? Siehst du das, was ich sehe? Ja, du hämmerst deinen starken Button. Ich halte ihn gedrückt. Ja, ich glaube, die Animation ist ein bisschen verpackt. Nee, das ist einfach Absicht, glaube ich. Das soll halt dieses Schnellschlagen simulieren. Okay, gut. Guck mal, da ist ein Hinkelstein. Das ist doch ungefähr XXL3. Das ist 1:1 XXL3, wo... Ah, ja, nice. Ja, toll, genau das wollte ich. Ich habe ein Stückchen. Sammle Energie an, indem du Römer angriffst. Je mehr Energie du hast, desto stärker dein ultimativer Angriff. Was für ein ultimativer Angriff? Seit wann haben wir den ultimativen Angriff?
zur rechten Zeit. Selbstverständlich, Bruder! Ah, jetzt haben wir den ultimativen Angriff. Okay, rein damit. Oh, nice Animation. Aber was tut es? Okay, Bruder! Okay. Ich würde jetzt zwar meinen einsetzen, aber das wäre eine Verschwendung. Ja, ja, total. Vielen Dank, Asterix und Obelix. Dürfte ich vorstellen, Keratina. Sie kommt direkt. Ist gut, Alter Mann, brauchst du eine kurze Verschnauspause? Ja, ja, brauche niedergelassen haben. Hibernia? Ist das nicht die große Insel vor der Küste Britanniens? Ei, ihr seid in Geografie genauso gut wie im Kämpfen, meine gallischen Freunde. Der Akzent. Ja, okay. Gekommen, um uns um Hilfe zu bitten, weil die Römer den geliebten Widder ihres Vaters gestohlen haben. Die wollten da bestimmt nur Mittagessen draus machen. Die spinnen doch, die Römer. Die spinnen die Widder. Ohne ihn ist der Häuptling verloren und voller Kummer. Ja, armer Papa, sie haben sein Glück. Die Zwischensequenzen sind bei mir genauso kacke langweilig wie in XXL3. Einfach statisch dastehen tun die. Nicht mal irgendwelche Mundanimationen, nichts. Ich finde den Namen Okidokix gut. Wie dem auch sei. Ich finde, ihr solltet nach Hibernia gehen, um Keratina und ihrem Vater. Die Sprecher ändern sich auch mit jedem Spiel. Das habe ich gerade überlegt, ob das dieselben Asterix- und Obelix-Synchronsprecher eigentlich sind, die wir haben. Wundert euch nicht, die Hibernier reden so. Ja, die Briten auch. Die Briten. Ey, Junge, nach jeder Zwischensequenz ist mein Item oder unser Item weg. Wie dumm. Oh. Das ist voll kacke. Oh, okay. Hast du gerade Essen aufgehoben? Und gegessen. Ja, du musst B drücken zum Aufheben und dann schlagen zum Essen. Okay. Finde ich gar nicht mal so gut, weil im XXL3, im ersten Teil sage ich schon, das ist so dumm, Alter. In XXL3 war das so, dass du halt einfach drüber gelaufen bist, dass du automatisch geheilt. Das fand ich einfacher. Ein Vorteil, dass das haben könnte, ist, dass man sich nicht aus Versehen triggert. Ja. Ja, ja, aber macht's halt umständlicher, weil du musst deine Waffe immer erst loslassen. Finde ich nicht gut. Ich kann es kaum. Oh, da ist wieder ein Hinkelstein. Jawoll. Stimmt es? Was sie über die Felder sagen. Also Obelix klingt wie Obelix, da kann man sich nicht beschweren. Asterix klingt auch wie Asterix. Ich glaube, das sind dieselben Synchronsprecher wie in XXL3. Und wenn nicht, sind sie akzeptabel genug. Ja, ja. Voll okay. Oh, Objekte schieben. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ehrlich gesagt. Ah. Ihnen bin ich sicher. Oh, warte mal, warte mal. Oh. Also so leicht jumpen kann man doch. Nicht so wirklich, aber so leicht schon. Ich glaube, du hast es nicht beabsichtigt, war tatsächlich hier hochzukommen. Ich glaube nicht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind. Wir werden den Römern erst ein paar Ohrfeigen verpassen. Oh, schade. Es ist lustig, wie man so durch die Gegend glitscht, irgendwie, wenn man gegen die Wand springt. Das Wasser sieht ganz fancy aus, muss man sagen. Ja. Römische Zelte. Ja, machen wir kaputt. Oh nein, wir müssen auf die Flöcke zielen. Echt jetzt? In XXL 3 war das, dass man einfach nur random auf das Zelt draufballert. Also bisher ist das alles so Verbesserungen, wo ich mir denke, ja, aber macht's halt komplizierter. Muss das wirklich sein? Musste das sein? Oh, ich kann durch durch das Ding. Hä? Mein Hinkelstein ist weg. Haben die eine Haltbarkeit? Nee. Nein, ich hab ihn nicht mehr. Das kann sein, dass die eine Haltbarkeit haben. Okay. Vielleicht ist das nur eine Bank. Ja, I guess. Ja, mein Schild ist auch gerade kaputt gegangen. Die haben eine Haltbarkeit. Krass, okay. Na ja, gut, why not, ne? Why not? Mhm. Das ist der Obelix-Sprecher aus Olympic Games. Echt? Sure? Okay. Why not? Okay. Na, da kriege ich wieder das Verbindungssymbol, aber noch läuft's. Guck mal, der kleine Asterix mit dem großen Brett. Oh Mann, Alter. Kommt her, ihr Römer, ich mach. Junge, ich klopp die jetzt mit dem Schinken kaputt. Ich klopp die mit dem Schinken kaputt. Achso, stimmt, scheiße, ich vergessen. Oh, warte, vielleicht geht ein schwerer Schlag. Oh mein Gott, es kommt hier echt noch Plattforming dazu. Weil es in dem Spiel ja. Oh mein Gott, Alter, ist nicht euer Ernst. Es funktioniert, weil du zielen kannst. Ja, aber. Aber nicht so wirklich. Okay. Lassen Sie den Plattformer mal anders machen. Ja, musst du, glaube ich, tatsächlich, weil Obelix zu fett ist. Ah, System verstanden. Ja, was, wenn du im Einzel... Obwohl, doch, dann kannst du wechseln, stimmt. Ja, im Einzelspieler wechselst du den Charakter. Okay.
Begib dich zu Keratinas Boot. Mal gut. Eine Sache möchte ich kurz testen. Sekunde. Die Kamera, ja. Das ändert kaum was, Digga. Das ist literally so 2 Pixel rausgezoomt. Ja, okay, wenn du von lang auf kurz gehst, merkst du, aber von mittel auf lang merkst du kaum einen Unterschied. Dann machen wir auf lang. Ja, mach auf lang. Ja. Kapiteln gibt es 4 goldene Römerhelme, die gesammelt werden können. Also basically die Lorbeeren, alles klar. Apropos Römerhelme, wir haben noch keine Helme gesehen, oder? Also normale Stimmt. Helme. Haben die Helme aus dem... Alter, als ob die Helme aus dem Game genommen haben. Ey, bitte, Digga, bitte. Aber hey, oh. Du kannst Dinge werfen, das ist cool. Ja, aber es funktioniert nicht. Ich hab das mitten durch die Kiste geworfen, das Ding, und es ist nichts passiert. Also, das habt ihr gesehen, oder Leute? Das Ding ist mitten durch die Kiste geflogen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht aufgepasst. Das ist auf jeden Fall mitten durch die Kiste geflogen, der Hinkelstein. Und das hier ist die zweite Geschicklichkeitspassage derselben Art innerhalb von 5 Metern. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Du musst die Fähigkeit ja in Fleisch und Blut übergeben. Ja, lassen. Ich weiß, ich bin ein bisschen arg-kritisch gerade. Ist okay. Okay, das ist die dritte dieser Art. Jetzt ist langsam gut, oder? Also. Okay. Jetzt ist langsam fein, I guess. Oh, Mann. Echter Trigger. Entschuldigung. Achso, genau. Ich kann ja auch nochmal hier. Jawohl. Das war gerade keine natürliche Bewegung von dem Hinkelstein. Oh, das ist schlecht. Der liegt jetzt da ein bisschen ungünstig, glaube ich. Warte mal, Edefix buddelt da unten. Ist da was? Also in Xichel 3 gab es da Dinge zu finden. Mit Edefix. Ah, soll egal sein. Kannst du nicht... Okay. Wollte gerade sagen, einfach in die Ecke zielen. Na, aber... Magnetisch. Magnetisch. Echt jetzt? Oh mein Gott. Bin ich denn eigentlich schon wieder da? Jonas, kann ich auch Anfexisel? Kann ich auch Anfexisel? Was? Kann ich Anfexisel auch spielen? Ja, natürlich kannst du Anfexisel auch spielen. Hä? Wer soll dich daran hindern? Was habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Ja, selbstverständlich kannst du das. Wobei, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber theoretisch könntest du jedenfalls. Du, ja, ich will darüber. Ich will den Hinkelstein wieder haben. Ja, natürlich. Ach, fick dich, ich gehe einen außen rum. Nimm doch den Stock mit, nimm doch den Stock. Ich will keinen Stock, ich will meinen Hinkelstein. Oder geh doch einfach hier hoch. Ich will den Hinkelstein. Ja, hast du ja jetzt, hättest nur hier hochlaufen müssen. Ich will den Hinkelstein. Kaputt. Das Spiel hat ihn jetzt schon kaputt. Ja, total. Boom. Es gibt echt keine Helme, ne? Die Gegner droppen keine Helme. Ich glaube, ja. Es gibt ein Punktesystem, aber es gibt keine Helme. Aber hey, ich hab noch meinen Hochschlag. Ich glaube, die haben echt das Helmsystem quasi komplett rausgenommen. Die Säcke. Ja. Die Säcke. Also, ich bin nicht verrückt, aber ich glaube, dass Edefix auf einmal irgendwie aufploppt und manchmal verschwindet. Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen, glaube ich. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Oh, nice. Hier Dings, Leon sagt, danke für die Präsentation, 1-. Strong, Alter. Gern geschehen. Willst du deinen fast durch den Hinkelstein... Also, ist egal. Nach der Schützsequenz ist es eh weg. Das ist ein brutaler Trick von diesen römischen Amateuren. Was für ein Trick? Das ist kein Trick, das ist ein kaputtes Boot. Das ist ein... Es sieht aus, als wäre da irgendwas angespült worden, was halt... Boot zerschlagen hätte. Ja. Die spinnen die Römer. Beim Toltates. Ich wusste gar nicht, dass man das in Hibernien auch sagt. Oh, das sagt man überall. Das ist so ein Weltsprache-Ding. Das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wirklich? Aber vielleicht haben die Römer eins. Wir gehen einfach zu ihrem Lager. 10 Minuten in Game und Jonas dreht ab, holt Hilfe. Ja, bitte. Bitte. Ein gewinnbringendes Geschäft. Ey, ganz ehrlich, die meinst mit der Story echt gut, glaube ich, aber ich finde die fucking langweilig. Und es ist so ausgiebig erzählt. Die ganzen Charaktere quatschen immer so ausgiebig und es fühlt sich so unnatürlich an irgendwie. Oder? Alter. Können wir das abusen? Weiß ich nicht. Kann man währenddessen steuern? Nein, man fliegt nur gerade hoch. Ja, nee. Kann ich da hoch? Auch wenn er keine goldenen Hörner hat. Und was passiert, wenn ich den Sprint-Move mache und du gleichzeitig auf mich draufballerst? Warte mal. Okay, Moment. 3, 2, 1, jetzt. Oh, er ist weggerümpft. Okay. Warte. 3. Ja, okay.
3, 2, 1, jetzt. Ja, okay, ja. Das geht nicht. Errungenschaft freigeschaltet, nice. Hey, was mit dem Fleisch? Rein damit. Geil, ja. Aquarium! Wieso heißt eigentlich... Wait. Die deutsche Übersetzung sagt... Weil dieses Gebiet, wo wir gerade sind, heißt Gallia. Das müsste Gallien heißen. Die haben Gaul mit Gallia übersetzt. Das ist... Nein. That's not how it works. This is not how this works. Oh boy. Das kann was werden hier, Leute. Das kann was werden. Ach du Scheiße. Was? Ey, Digga. Ich will den da. Achso. Ah, okay. I see. Ich schätze, geht das mit mir oder bin ich zu fett? Ich schieß den Fetteren hoch. Okay. Wir werden den Römern in ihrem Lager eine Lektion erteilen. Du musst auf die Steine. Ich komme nach. Wird alles gut gehen, meine gallischen Freunde? Aber selbstverständlich, meine britische Freundin. Wir klopfen an. Hibernisch, nicht britisch. Das ist doch selbe. Hibernia ist eine Insel vor Britannien. Also es ist Britannien. Das ist doch ganz klar. Das ist wie, keine Ahnung, Österreich, was ein Land vor Deutschland ist. Also es ist Deutschland. Ganz klar, oder? Aua! Das war meine Antwort dazu. Oh mein Gott. Soll ich mir was sagen? Ich freue mich schon auf die ersten Räume-Schild. Das wird richtig funny wieder. Oh ja. Was habe ich hier? Einen Suppenlöffel. Oh, jetzt nicht mehr. Lass die Suppe fallen. Ein Löffel. Oh Mann. Oh! Ah, wir sind im Lager? Ah, wir sind im Lager. Und ich habe keine Waffe. Toll. Die liegen überall Waffen. Warum steht da, du brauchst einen Gegenstand? Ich brauche keinen Gegenstand, das hat funktioniert doch. Was wollen die? Die Römer fliegen rechts und links und ich brauche einen Gegenstand. Ja, die kloppen wir weg. Gar kein Problem. Ah, es wird angezeigt, wo die hinschießen. Okay, die Bogenschützen sind weniger nervig. Du kannst dich gegen Bogenschützen wehren. Wie? Achso, ja, mit Fernkampf, klar, okay. Okay. Jonas Zock, Beruf Diktator-Versteher. Ja, selbstverständlich. In meiner Freizeit bin ich Hobby-Diktator. Ah, jetzt wäre es ein Aquarium. Ups. Okay. Okay, das war die Hinfahrt zum Lager-Aquarium. Na, ich glaube auch. Ja, nee, das war Aquarium. Willst du mich verarschen? Nee, wir gehen jetzt erst rein. Das sind die... Nein, Lager-Aquarium. Ach so, Nee. Okay, I get it. So Ziele. Okay. Ja, dann Gold, oder? Gold ist das Ziel. Let's go. Ich glaube, dafür haben wir jetzt schon verkackt, weil wir einfach zu lange hier gebraucht haben. Aber wir haben Multiplayer-Vorteil. Also, hey. Auch die haben skaliert im Multiplayer. Ich glaube nicht, dass sie so schlau waren. Wollte gerade sagen, das wäre klug, wenn die es angepasst hätten, aber ich glaube nicht. Ich bin sehr sicher, dass sie es nicht getan haben. Ja, ich eigentlich auch. Hallo? Hey, warum kommt da die ganze drüber raus? Lol. Ah. Alter, die labern ja die ganze Zeit nur durcheinander. Was soll das denn? Wo sind mehr Römer? Es gibt keine Römer mehr. Ich glaube, wir müssen weiter. Nur, wo geht's weiter? Ah, da geht's weiter. Cool. Okay, jetzt zack die Kamera halt ein bisschen, weil ich hier unten kaum was sehe, aber okay. Passt schon, I guess. Frisst Bank! Klingt wie so ein abgestochener Köter. Kann man mit dem Schinken werfen? Oh mein Gott, man kann den Schinken werfen! Frisst Bank! Kann ich da hoch? Nee. Ja, dann hol du den. Ah, okay, well. Friss Bank, Römer. Sehr gut. Hier geht's weiter. Ah, da hinten. Echt so. Friss die mächtige Bank. Zack. So, wie mache ich den? Hä, wieso steht da die ganze Zeit, du brauchst einen Gegenstand? Was soll das denn? Ich brauche keinen Gegenstand. Ich schlag doch alles klein und klein. Das ist so dumm. Sie brauchen einen Gegenstand. Ja, what the fuck, Mann? Oh, Keulen. Ich will Keule. Ein damit.
Ich droppe einfach mal den ultimativen Angriff. Oh mein Gott, du hast die. LOL. Oh LOL. Okay. Du hast die mega klatschen. Ich glaube auch, ja. Hä? Wie hat er das geblockt? LOL. Alter. Alter. Wie geil, der war nie weg. Was labert der? Was habe ich gemacht? Die Ulti. Mit LT, mit dem linken Trigger. Ah, okay, ich hab meine Ulti gerade voll. Okay, gut, dann gleich. Ich deine Ulti ist aufgeladen, du kannst sie machen mit LT. Er will sie nicht machen. Hä? Doch, du müsstest einfach nur LT drücken. Ah, nee, du bist gerade in der Ulti, glaube ich. Nee, bist du nicht. Hä? Du musst einfach LT drücken eigentlich. Nee, ich hab LT gedrückt, der wollte es nicht machen. Ja, aber deine Leiste ist voll. Eigentlich. Ja, keine Ahnung, du. Auch hier irgendwo ist noch ein Römer. Klassischer Kistenwahnsinn von Ozome. Ist so, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Wieder alles voll mit Kisten. Was geht denn mit Ozome ab? Lager. Ah, jetzt. Ah, siehst du? Oh, Zauber. Oi. Okay, damit kannst du mich wenigstens nicht treffen, immerhin. Das ist ja schon mal gut. Lol. Du hast die Parkbank weggeworfen. Hä? Was? Ich hatte gar keine Parkbank, dachte ich. Nein, ich meine ich. Achso, ja, okay. Oh, ein Hinkelstein! Ein Hinkelstein! Hinkelstein! Ich sehe schon, du bist so der Hinkelsteiner und ich der Parkbanker. Hä? Die Ulti ist ja wie jemand andere, ne? Gerade eben war meine Ulti anders. Wahrscheinlich kommt drauf an, wie du ob du einen Gegenstand trägst. Ah, wahrscheinlich, ja. Das kann tatsächlich sein. Wieso verstecken sich die Römer euch die ganze Zeit hinter Kisten? Was soll das? Chess, I hate them. Hä? Der Römer war auf mir drauf gerade, aber okay. Also, dass sie die ganze Zeit durcheinander labern, finde ich schon mal wieder sehr anstrengend gerade. Ja, das ist sehr nervig. Ja. Hast du den Hinkelstein gerade gesehen? Ja. Der ist einfach maximal abgehoben gerade. What the fuck? Das war wild. Das war sehr wild. Ja, dann ist es jetzt halt weg, ne, Bruder? Besieg alle Römer im Lager Aquarium. Ja, ach was, Bruder, was denkst du, was wir hier tun? Au. Okay. Ich will nicht die. Ich will die Schriftrolle. Wo geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwie. Hä? Achso, warte, müssen wir darüber boosten oder was? Ja, wieso? Du kannst auch hier hochlaufen. Achso, ja, okay. Was verbirgt sich hinter diesem riesigen Kisten? Nichts. Ah, da oben ist der Schalter. Ah. Ach, da oben. Aha. Geh mit mir eine Keule. Oh lol. Ach, halt's im Auge, Obelix. For real. Was ist mit dem Bogenschützen da oben gerade los? Alter, wie nervig das ist, Junge. Die quatschen nur durcheinander. What the fuck? Das ist ja mal super anstrengend. Ich glaube, ich frecke gleich tatsächlich. Oh, Ulti-Zeit. Ulti-Zeit. Ja. Okay, die Ulti mit dem Fass, die suckt ein bisschen. Also wenn man einen Gegenstand hat, ist die Ulti echt ein bisschen scheiße. So. Ich glaube, wir sollten mal dieses Zelt wegmachen, ne? Ja. So. Oh. Leute. Was geht denn ab mit den Viechern, Alter? Okay, wir sollten aber die Bogenschützen loswerden, glaube ich. Raus mit den Viecher. Ah! Mann, du hast mein Dings abgebrochen. Mein Sprung. Okay, ich kann jetzt hier halt nur nach da oben weitergehen. Alter, bleib doch mal stehen. Sau.
Okay, jetzt lass mal die Bogenschützen da hinten noch wegmachen. Oh lol, ich hab Römer mit Römer erledigt. So, rüber da. So. So, jetzt einfach schön systematisch die Korken rausziehen. Jawohl. So, jetzt hole ich mir noch den Bogenschützen da hinten. So, jetzt mache ich Captain. Danke dafür. Gallamerika. So. Zwei noch. In Captain Gallien. Irgendwo pimmeln noch zwei Gegner rum. Da war einer. Ah, hier oben. Und da unten ist. Oh no. Schnappen dir. Hau ja. Ihm in die Fresse. Ah, Leute, von da sind wir noch hochgekommen. Well. Well. Hau's dann endlich mal. Hören wir nicht so, glaube ich. Wir sind deren ganze Vorräte. Wir zerstören den ganzen. Oh, eine Keule. Rein damit. Ah, oh, ups. Okay. Ja moin, Alter. Wir haben nur eine Mission bei der Zeit geschafft. Well, I guess. Aber bei. Verschissen? Ich glaube verschissen. Was soll's? Egal. Hau mal durch. Ha! Ich hab eindeutig gewonnen. Aber ich hab die meisten Treffer mit geworfenen Gegenständen. Ja. Ja. Ich werfe alle ab. Gut, machen wir weiter in Gallia. Digga! Da steht Gallien. Gallia ist das auf Deutsch bestimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht ja um die Person, sondern nicht um den Ort. Absolut einleuchtend, ja. Hab ich doch gesagt. Aber jetzt laufen wir denselben Weg zurück, oder was? Nee, ich glaube, wir sind durchgelaufen. Wir sind durchgelaufen, okay. Das ist das Schiff. Ja, das ist so ein Ding, das nehmen wir. Oh, hi, was wollt ihr hier? Ich glaube, die Spinne, die Römer. Was wollt denn ihr, Jungs? Immer kräftig so. Hä? Wo bin ich denn gerade hingeballert worden? Ich hab dich irgendwie ein paar Meter geschlagen. Du hast mich einmal quer durch die ganze Map geboxt eigentlich. Wir sind Hinkelstar, hier ist Hinkelstar. Ich hab einen Hammer gerade. Hammer ist auch cool. Gib mir den Hammer, dann kriegst du den Hinkelstein. Nö. hier, baller mich mal hier hoch. Das könnte ich jetzt tun. Das könnte ich aber auch lassen. Ja, du musst es aber tatsächlich tun, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Ganz easy. It's as easy as that. Ah, ja, wenn die kann richtig zuschauen jetzt, jawohl. Ich glaube, du hast nicht viel verpasst. So wahrscheinlich. Nee, das ist zu weit. Wirf das Ding rüber. Ach stimmt, ich kann ja werfen. Jawohl. Und jawohl. Nice one. Ja, so, dass die Helme fehlen, finde ich ein bisschen sad. Wie sind meine Ziele immer im Weg? Ach! Hier ist das Schiff. Oder ist das Boot? Los, los, los! Was ist das los? Warte. Ich glaube, wir sollten da bei den Kisten mal nach hinten gucken. Da scheint was zu sagen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich muss mal eine Sache sagen. Dadurch, dass die Helme entfernt wurden, sind die Kisten noch unnötiger. Ja, stimmt. In den Kisten ist nicht mal was drin, ne? What the fuck? Ja. Warum sind da Kisten? Ey, das ist so stupid, Alter. Oh, man. Ach, kommt jetzt die Schiffsszene aus dem Trailer? Keine Ahnung. Wer sind denn die Bialbogts? Niemand. Sie sind wie die Leprechauns. So nennen wir die bösen Leute in meinem Land. Oh, ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf nach Hibernia. Kennst du den Weg? Ei, immer gehen Norden. Nimm Kurs auf Dorf Drogeda. Mein bester Freund Dauerwellix erwartet. Dauerwellix. Dauerwellix. Man kennt's. Wie wir den Widder meines Vaters aufspüren können, das wäre elementar. Elementar, essentiell sozusagen. Ich habe übrigens ein Stück Kuchen, Leute. Asterix und Obelix an Bord eines römischen Schiffes. Und das esse ich jetzt. Während die da uns voll labern. Kurs auf das Dorf Drogeda, in dem Keratinas Freund Dauerwellix die Entführung des Glücks wird. Ein paar Piraten. Die geklärt. Piraten hätten uns doch kämpfen lassen können, oder? Ja. Hätten wir vielleicht Kapitän Rotbart gefunden. Droge da. Drogen da. Ist schön, dass wir wie beide die gleiche Idee hatten. Ja, Mann. Oh boy. Hallo, wir sind in Drogen da. Fisch. Wir kämpfen mit Fisch. Ja, Fisch ist wichtig. Die wir schon seit Wochen warten. Ja, sind wir haben schon einen Fisch dabei. Dem einen in unserem Dorf würde das echt gefallen. True. Wir werden unsere Zeit nicht mit
verschwenden Römer. Das ist wohl so. Vor allen Dingen an römische Hunde. Ja. Das billige Fußvolk. Wenn jetzt Caesar hier stehen würde, okay, dann könnten wir drüber reden. Aber so, nee, Mann. Ach, das ist Keratina, lol. Ach, stimmt, by the way, wir müssten doch als Keratina jetzt auch spielen können, fällt mir gerade ein, ne? So wird, da hat doch vorhin irgendjemand das schon nach spielbaren Charakteren gefragt. Wahrscheinlich können wir es als Keratina spielen. Hey, wir können doch Charaktere freischalten. Nice, ja. Okay. Kann man irgendwie Charaktere wechseln? Sieht nicht so aus. Nee, eine Option nicht. Wahrscheinlich musst du das Spiel neu laden, damit du das machen kannst. Oh, doch, warte. Geh mal zurück. Da war gerade nochmal hoch. Ah, hier, Charakter. Okay. Ah, nee, das ist nur Singleplayer, damit du durchschwitzen kannst. Zwischen Obelix und Asterix. Wir brauchen noch 7 Gegner. Hä? Wo zum Fick sollen diese 7 Gegner sein? Ah, okay, Frage geklärt. Zaubertrank! Jawoll! Lol, du bist da gerade runtergerannt und wurdest direkt zum Schluss gesettet. Komm näher! Da, Masse. Ich hab so umgerannt. Sehr gut! Die Römer haben das Dorf eingenommen. Mögen ihre Nägel herausfallen, wenn sie sich kratzen wollen. Oh mein Gott. Das ist ja ein lustiger Ausdruck. Ja, weiß ich nicht. Gibt es keinen anderen Weg hinein? Ei! Durchquert den Wald im Westen und trefft mich in Dauerwelleks Friseurladen. Ich werde die Gegend ein wenig erkunden. Hä? Ich werde unsere Gruppe verlassen. Was für, du wirst die Gegend erkunden? Du kommst von hier. Will die mich verarschen? What? Ich will mich hier mal ein bisschen umsehen. Das ergibt gar keinen Sinn, anstatt dass die uns irgendwie führt, sagt hier, da lang, das sind die Tricks und so weiter. Nee, sie verpisst sich und will die Gegend erkunden. Are you fucking kidding me? Die will doch einfach nur nicht die Arbeit machen. Ist so, Mann. Ist so. Also das ist Dorf. Bestes Schild ever. Einfach Dorf. Ja. Aber ich meine, es sind nicht Drogen da drauf. Also ein Win, I guess. Es ist so unbefriedigend, diese Kisten zu zerstören. Ja, absolut. Es gibt nicht mal Punkte. Wenn es wenigstens Punkte geben würde. Es gibt nicht mal Punkte. Es gibt ja noch nicht mal irgendwie... Es gibt ja noch nicht mal irgendwie Helme. Gar nichts. Das ist halt schon sad, ne? Kein Shop und gar nichts. Es gab es in XXL3 Wesen noch. Da gab es Helme und einen Shop. Das heißt, wir können uns doch keine Upgrades kaufen. Wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt noch mit der Zeit, aber ich glaube nicht. Warte, bevor du das wirfst. Ja. Ist schon zu spät. Ja, warte. Jetzt wirf's. Ja. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Nee, ich kann nicht darüber. Ja toll, ich sehe hier halt original gar nichts gerade. Das ist ja wieder genial durchdacht. Echt? Wie bekomme ich dich jetzt da hoch? Ja, aber ich muss da rüber. Kannst du nach oben laufen? Nee, da ist irgendwas dicht scheinbar. Warte, vielleicht kann ich da irgendwie rüber jumpen. Nee. Habe ich irgendwas zum Werfen? Ah, ja. Ich kann nicht da rüber werfen, nee. Ist irgendwas im Weg. Moment mal. Ich komme nur mal runter. Achso, oh lol, ja. Das blieb oben. Ups. Well, das habe ich jetzt nicht bemerkt. Nee, ich auch nicht. Das ging auf mein Konto. Das muss ich zugeben. Ja, well. Das ging auf uns. Ja. Oh, Mein Brett. Dauerwelliges Friseurladen. Jawohl, Digga. Das machen wir. Das passt nicht schön aus. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Das ist wirklich so. Alter. Alter. So, jetzt. Da hat kurz das Dollar wieder gekickt. Ah, okay, gut. Cool. Und nochmal. Das Dolland kickt gerade ganz schön. Achso, das ist ein Fass, das kann man nicht zerschlagen, lol. Digga! Kann das Dolland sich einkriegen oder ist es jetzt kaputt? Okay, bleib kurz stehen. Ja. Lassen Sie sich kurz fangen. Okay. Gigalag erstmal gleich. Oh, diese Kisten, Mann, das ist so. Warum? Das ist so nicht schön einfach. Also ich muss auch schon wieder sagen, ich meine, die Story ist das eine. Ich finde das Gameplay aber irgendwie nicht so spannend einfach gerade. Nee. Du musst darüber zum Switch. Ja, wie? Springen. Also, nee. Möchte gern springen. Boosten halt. Ach so, ach, das ist auf der gleichen Ebene. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich erkenne nicht, was auf einer Ebene ist. Gut, da hilft dir der Pfeil, weil der Pfeil erscheint nicht, wenn du nicht auf derselben Ebene bist.
Hä? Hallo? Danke. Das war ein Millimeter zu wenig. Okay. Nochmal. Ja. Ich finde das Zielen sehr schwer, weil sich das irgendwie sehr, sehr schnell bewegt. Sehr, sehr hastig. Ja, es ist sehr empfindlich. Ja. Aber ich finde es gut, dass es einen Pfeil gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe Hühnchen gefressen. Ja. Was mir gerade auffällt? Wir haben tatsächlich eine Lebensleiste für unsere Gegenstände. Links neben deinem Charakterbild, diese grüne Leiste. Das wird der Lebensbalken sein, weil den habe ich gerade nicht. Ja, 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 das ist der Lebensbalken von den Gegenständen. Hey, das ist gut. Ja. Das ist schon besser als in Breath of the Wild. Da weißt du nicht, wie kaputt deine Waffe ist. Ja, gut, Breath of the Wild, da ist das Waffensystem auch scheiße. Da wird auch nur gesagt, kurz bevor sie kaputt ist, so, haha, du hast noch zwei Schläge. Ja. Viel Spaß. Ich hasse das Waffensystem in Breath of the Wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich absolut nicht ab, dass die Waffen kaputt gehen können. What the fuck, Mann? Ja, ich hasse es, wenn Waffen kaputt gehen können. Ja. Weil dann benutze ich eine Waffe einfach nicht. Richtig, weil ich eben. Angst habe, dass sie kaputt geht. Eben, das ergibt gar keinen Sinn. Deine Mutter ist ein Barbar. Dem habe ich es gegeben, Alter. Also irgendwie ist die Ulti random, oder? Manchmal schlägt Obelix, manchmal macht er so einen Boost auf den Boden und manchmal wirft er einfach irgendwas kreuz und quer durch die Gegend. Ich glaube wirklich, je nachdem, was für ein Item man hat, ist es anders. Finde ich aber nicht gut, ehrlich gesagt, weil das ist schwer zu timen, was man gerade tut. Ah! Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Siehst du diese zwei fetteren Striche bei deiner Ulti-Leiste? Ja, meinst du das als Zwischending quasi? Ja, du kannst ab dem ersten Strich, ab dem ersten fetten Strich schon die Ulti auslösen. Ich glaube, du kannst aber auch generell die jederzeit auslösen, solange du ein bisschen... Nee, du kannst sie nicht jederzeit auslösen. Das habe ich ausgetestet gerade gar. Okay. Na gut. Du bist hoch, da okay. Irgendwie... Aber das ist zu weit. Oh, nevermind. Nee, okay, lol. Alles klar. Oh, lol, guck mal. Ich kann mich drehen, ich kann mich nicht runterbewegen. Ich kann mich nur drehen. Lol. 2 Euro von Maya! Ey, dankeschön! Gaming ist cool wie immer, aber das Game, ja. Das Game. Ja, du musst bald anfangen, deine Einnahmen zu versteuern. Muss ich sowieso. Tue ich schon die ganze Zeit. Deine Donations. Ja, die gehören dazu, klar, sowieso. Muss. Wir Gallier lieben Reisen, besonders wenn sie gut organisiert sind. Und was tust du hier, lieber Römer? Ich bin General. Das weiß er auch noch nicht so genau. Ich wurde von Caesar geschickt, um Hibernia zu erobern. Ganz Hibernia. Das ist ärgerlich. Ärgerlich? True. Warum? Weil wir euch leider aufhalten werden. Quid? Legionäre? Angriff! Ach, hm. Angriff? Das wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann lass uns mal die Legionäre verklopfen. Das war wieder Obelix Humor, mit dem ich arbeiten kann. Das sind keine Legionäre. Doch. Höchstens Legionäre. Ach, ich hab kurz an Centurion gedacht. Ja. Centurion war das, was da vor uns stand. Der Goldene. Ja. Ich habe kurz die Legionäre mit den Centurion verwechselt. Oder Centauren? Centurios. Centurion. Also so werden die jedenfalls Bastards mal genannt. Ob das jetzt historisch akkurat ist, kann ich dir nicht sagen. Nö, ich wollte Game-Akkuratness haben. Das reicht mir. Ja, dann Centurios. Dann gibt's noch die Dekurios, das sind die dicken Legionäre. Oder eben keine Legionäre dann mehr, aber halt eben das knapp eine Stufe drüber, aber noch unter den Centurios. Was war das denn gerade schon wieder? 10 Mal daneben gehauen. Ja, weil du kein Brett hast. Ja, ein Stuhl, aber. Ja, das ist aber kein Brett. Oh man. Ach du Scheiße, was wird das denn hier? Warte. Was steht da? Bestimmte Gegenstände mit einem Symbol können mehrere Elemente in Folge durchdringen. Ah ja. Okay. Okay, warte, ich habe ja einen Gegenstand. Passt. Oh mein Gott, das Zielsystem ist so kacke. Hä? Ach, das geht immer nur einer oder was? Willst du mich verarschen? Hä, aber. Oh mein Gott. Warum erklärt er uns das dann mit den mehreren Gegenständen in Folge? Ja, stell dich von da und wirft es durch. Ja, ja. Ja. Jetzt komm schnell. Ah, der Lag hat mich gekillt. Oh Mann. Ich hasse. Oh, komm schon.
Junge, es laggt einfach wie Arsch. Okay. Los. Jawohl. Alter, Junge. Gerade ist es auch echt übel. What the fuck, man? Umstellen, paar Sekunden. Ach du Scheiße. Ja, mach das vielleicht. Warte mal. Wo ist die Maus? Wo ist ich die Maus? Ich bin da aus der Dingszene rausgeswitcht, also du kannst machen, was du möchtest. Man sieht deinen Screen nicht. Stellen wir mal auf 35 runter. Ja. Und dann, da gab's doch irgendwie hier Quality. Gehen wir mal auf Lowest Latency. Okay. Alright. Ja, es läuft jedenfalls wieder. Die Kamera ist auch viel zu lahm eigentlich, ne? Ja gut, es leckt trotzdem. Okay. Gerade leckt es einfach trotzdem. Was zum? Danke. Wo fliegen all die Vögelchen her, wenn ich in ihrer Nähe bin? Ja, weg natürlich. Was um Himmels Willen tut er da? Coole Frage, Obelix. Das weiß ich auch nicht. Warte. Ja. Boah, ich glaube, Singleplayer wäre das richtig scheiße, das Spiel, ne? Weil du dann die ganze Zeit hin und her switchen musst bei solchen Aktionen. Ja. Ne, komm her. Ja. Aber Multiplayer geht's tatsächlich. Ja, ist okay. Es macht das Gameplay nicht spannender, aber ja. Es macht es auch nicht ganz so nervig. Ja, das stimmt. Begib dich zu Dauer, wer X-Frisur. Ja, was, Bruder? Es ist 1:1 derselbe Centurion, den wir auch in Dings schon hatten. In X-3. Deine Mutter, Alter. Stärke und Ehre. Ich werde nicht sterben. Auch nicht jetzt. Warum brauche ich denn manchmal random einen Gegenstand? Ich weiß nicht, was der von mir will. So komisch. Was? Centurios stärken andere Römer. Ja, okay, das ist wenigstens L3. Das ist wenigstens L3. Steuerung C und Steuerung V. Ja, das ganze Spiel ist Steuerung C, Steuerung V. Wobei, Leute, wisst ihr das noch? War XXL3 auch schon in der Unreal Engine? Ich habe aber das Gefühl, dass das Spiel grafisch ein bisschen besser aussieht. Nicht ja, viel, gut, wäre auch traurig, wenn nicht. Schön, euch zu sehen, Freunde. Wo kommt Keratina jetzt plötzlich her? Ist der Römer vorbeigejoggt oder was? Und es ist niemand drin. Folgt mir. Vielleicht ist er zu Hause. Okay. Ja, also. Ich weiß nicht, aber irgendwie beschränken sich die Stories von Ozome in XXL3 und in XXXL einfach auf: gehe von A nach B. Oder fehlt irgendwas, geh nach C, geh wieder zurück nach A, weil wir haben das aus von C geholt. Okay, Römer verkloppen, okay, weiter nach B. Es ist wirklich einfach die ganze Zeit nur so, dahin, nee, dorthin, drei Römer, nee, dann wieder dahin. Was ist mit den Statisten hier? Die stehen da, sitzen da. Okay, ja, wir sollen ihr nach, aber sie läuft nicht vor. Ja, GG, Bruder. In den meisten Spielen laufen die KI-Charaktere dann wenigstens vor. Meistens zwar langsam, aber sie laufen vor. Aber und in einer Geschwindigkeit, die schneller ist als dein Gehen, aber langsamer als dein Rennen. Richtig, das ist ganz wichtig. Damit du auf gar keinen Fall mitkommst. Ich hasse das so sehr. Ich liebe es, wenn die Charaktere einfach wirklich mal normal sprinten und dir wirklich vorherlaufen. Das ist so gut. Ja. Das ist Dauerwelligs Haus, aber es ist von Römern umzingelt. Aber wäre mir nie aufgefallen, gut, dass du es sagst. Naja, umzingelt das heißt jetzt auch nicht. Die stehen alle davor. Umzingeln heißt eigentlich umkreisen. Naja, gut, es hat nur einen Eingang, von daher ist es. Der Eingang ist umzingelt. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, sie hat aber gesagt, das Haus, nicht der Eingang. Ja, gut, aber... Ja. Ja. Ich brauch keinen Gegenstand, um Leute zu verkloppen. Seht, hier steht etwas geschrieben. Sieht aus wie... Wie ist denn eure Meinung bisher? So schlimm wie XXL3? Besser oder schlechter? Es macht einige Sachen besser, einige Sachen schlechter und einige gleich. Ja. Also bisher habe ich weniger Probleme mit der Kameraansicht. Es gibt weniger Punkte, wo ich sage, so, ich blicke einfach nicht durch. Das Springen funktioniert um einiges. Also das Springen. Springen, ja. Ja, genau. Um einiges besser durch diesen Pfeil und dass du halt diesen langen Sprung hast. Ja, genau. Ich finde das System mit den Gegenständen ganz cool, bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Ich finde das Kampfsystem ein bisschen zu träge. Ja, aber das war XXL3 schon genauso.
Ich finde es aber in XXL3 tatsächlich besser, weil du diese Fähigkeiten noch hattest. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Mir fehlen ein bisschen die Fähigkeiten und auch der Hinkelstein von Obelix. Ja. Weil damit hat Obelix halt auch so ein paar Moves halt einfach, die jetzt halt weg sind. Vor allen Dingen, ich hatte damals eine separate Zaubertrankanzeige. Du hattest den Hinkelstein und ich hatte die separate Zaubertrankanzeige. Ja, das war ja quasi der Spezialmove, glaube ich, dann, ne? Ja, ne, du hattest einen normalen Spezialmove, glaube ich, und dann noch halt entweder den Hinkelstein oder die Dings, die Zaubertrank. Ja, obwohl, ja, nee, stimmt, nee, du hast die Fähigkeiten, gehabt, schon. Ja, genau. Aber ja, das reicht ja schon. Ja, genau. Ja, also, ja, da war XXL3 vielleicht ein bisschen stärker, aber dafür waren zum Beispiel die Gegner in XXL3 deutlich schlimmer, weil da gab es zum Beispiel im zweiten Level schon direkt die Schildgegner ab Normandie. Ja. Und das war Katastrophe. Ohne die Special Attacke. Ja, das war eine Katastrophe. Von daher, die sind bisher nicht drin und ich hoffe auch, die kommen nicht mehr und dann ist es in Ordnung. Also, ja. Ja. Ah, oh. Oh, noch nicht mal vertont. Ja. Heißt Budget ausgegangen. Ja. Ja, die Sache ist halt auch. Leute, ist nicht mal Asterix mehr vertont. Die Sache ist halt auch wieder das. Hallo, ich kann nicht verschlagen hier. Oh mein Gott. Da unten stehen Römer rum. Die Sache ist halt auch, dass, die Story ist. Keine Ahnung. Gefühlt noch. Ja, die ist gefühlt noch langweiliger als XXL3. Weil XXL3 hatte wenigstens so. Du hast diesen magischen Hinkelstein halt gehabt. Und den hast du auch die ganze Zeit dabei. Hast du zwischendurch immer aufgerüstet. Der war irgendwie cool. Und du hast halt auch direkt Fortschritt gemerkt. So. Das war ganz nice. Sie bringen die Metallkisten zurück, werfen aber die Helme raus. Ja, klar. Selbstverfreilich. Ich habe das Gefühl, man kann sich da irgendwie so halb durchklitschen, um diesen Helm da schon einzusammeln. Aber. Naja. Jonas, genau das ist die Story. Asterix und Obelix werden einfach auf Massenprügeleien und oberflächliche Reisenabenteuer degradiert. Ja. Ich höre den Soundtrack, Jonas redet, und den finde ich schon seit Jahren gut. Strong. Der Soundtrack meines Lebens. Strong, Alter. Wo ist denn Fick jetzt eigentlich weiter? Vielleicht hätten wir vorhin doch aufpassen sollen, wo wir eigentlich hin sollen, was wir eigentlich tun sollen. Weil jetzt wird es ausnahmsweise mal nicht an der Seite angezeigt. Ah, oh, well. Hm. Hallo, Opa. Ja, okay, hier geht's auch nicht so richtig weiter, ne? Auch im Minus, es gibt keine Questmarke. True, die gab's in XXL3. Die gab's tatsächlich in XXL3. Ja, Keratina, sag halt mal an. Dumme Sau. Gott, da passe ich einmal für eine Sekunde nicht auf. Ne, ist wirklich so. Was zum Fick? Ah. Nee, auch zu. Von hier kamen wir, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, von da kamen wir. Erkundest du. Oh nein, wir müssen wirklich mit den Leuten reden, um zu finden, wo der ist? Oh mein Gott. Okay, gut. Was sagen Sie, gute Dame? Why? Okay, das geht doch viel zu schnell vorbei. Ich glaube, wir müssen zum Bootsbauer. Guck mal, der Bootsbauer ist hier überall ausgeschildert. Wir müssen bestimmt zum Bootsbauer. Und das war der Typ hier oben. So, sag was an. Johann hat gesagt, meine schöne Holzbauer, mit dem wir getan haben, sowas von dran. Ja, toll, Digga, das hilft mir null. Okay, was sagst du? Anscheinend wurde Okidokix, ich sag, göttlich. Digga, das ist viel zu schnell! Was zum Fick? Der Widder ist hier, um uns zu beschützen. Wir können nicht in den Händen Römer lassen. Ja, okay. Oh, okay. Toll, danke. Das ist richtig hilfreich wieder. Oh, Mann. Okay, Wildschwein, bla bla bla. Wir haben das Spiel abgesagt. Okay, ist alles dasselbe. Warte mal, hier geht's auch hoch. Fischhändler. Ah, Fischhändler. Seid gut, wenn so kalt. Okay, whatever. Hä, hallo? Die sagen auch dasselbe wie der Typ da vorne. Willst du mich verarschen? Gehen wir weiter. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen nicht mit denen reden. Die labern alle nur Bullshit. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir mit denen reden müssen. Lass mal zur Schmiede gehen. Habt ihr Okidokis gefunden? Ja, das war doch der. Nein! Nee, war das nicht der Typ, der da vorne im Zaun stand? Oder hat der nur von Okidokis geredet? Okidokis ist das Widder. Ach so! Oh lol. Okay. Well. Warte, was mit dem Typen, der hier rumsteht? Gar nichts. Alles klar.
Oh Mann, ey. Boah, ich glaube, wir haben unsere neue Hölle gefunden. Leute, hat irgendjemand das Spiel durchgespielt? Nein, hat irgendjemand vorhin gelesen, was wir tun sollen? Edgar, lass die Scheiße. Wenn du den Chat zuspammst, dann schmeiß dich hier raus. Ah, mein Gott, hat irgendwie aufgepasst, wo wir hin müssen. So ein Schmutz. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Toll. Klasse. Ganz toll. Gut, das war tatsächlich XXL 3 besser. Ich würde behaupten, man war nie so komplett lost. Du hast ein Anime dauerwillig sein. Ja, Bruder, was für denn? Was für? Jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Das kann doch nicht ernst sein. Haus. Holz. Schiff. Was ist das jetzt? Irgendwie weiter. Meinst du die Umgebung hier? Nein, definitiv nicht. Das hier, was die schön leuchtet. Ah, du hast recht. Ja, dann müssen wir zur Schmiede, zum Holzbau, zum Schiffmeister, ne, zum Fischhändler und zum Bootsfuzzi. Aber Bootsbauer? Da waren wir doch jetzt bei allen. Vielleicht eine richtige Reihenfolge. Vielleicht. Okay, welche Reihenfolge war das da drauf? Moment mal. Was ist da am Boden? Nein, Alter! Ein Fisch und eine Flagge? Oh, wie dumm. Das hilft uns nicht weiter. Diese Zeichnungen müssen auf etwas hinweisen. Vielleicht auf die Symbole, die über den Dorfhäusern zu sehen sind. Alter. Also von der Schmiede zum, was auch immer das ist, zum Fisch. Flagge zu Fisch. Ah, okay, die Schmiede ist ja hier. Da oben. Hier ist die Schmiede. Ja, cool. Was tun wir jetzt hier? Warte mal, vielleicht müssen wir mit dem Typen quatschen oder so. Der fragt nur noch Okidokis, Digga. Ich nix Okidokis. Aber warte mal, vielleicht gibt's hier auch einen Hinweis. Vielleicht müssen wir hier auch irgendwie sowas suchen, wie diese Zeichnung. Aber ich weiß nicht, ob das Hauszeichen ist. Ja, aber das ist die Schmiede auf jeden Fall. Unten vielleicht. Wo sind wir jetzt? Hier? Ah, hier ist die Flagge. Hier muss irgendwas sein. Was labert der? Der labert gar nichts, nichts Interessantes. Vielleicht müssen wir jetzt einfach nur an dem vorbeilaufen und weiter. Als nächstes war Fisch auf dem Ding, glaube ich, ne? Ja. Dann Fisch ist hier. Als ob. Ja, natürlich! Geeigneteres Werkzeug finden, um diese Kisten zu zerschlagen, Obelix. Lass uns zum Schmied gehen. Er kann uns sicher helfen. Junge! Nur weil wir vorhin da nicht lang gelaufen sind, weil wir gesehen haben, dass da Kisten stehen, wo wir nicht dran vorbeikommen und deswegen hier weitergegangen sind, diese Szene nicht getriggert haben. Was ein Bullshit. Und dann waren wir beim Schmied, da ist aber nichts passiert, weil wir diese Szene vorher nicht getriggert haben. Was ein Schmutz! Was ein Schmutz! Und jetzt ist die Tür offen und wir dürfen weiter. Ja. Geil. Oh mein Gott. Das verdient ein ganz klassisches Game Design. Ja, echt, Alter. What the fuck, Mann. Ja, Drogen, genau. Ganz viele Drogen genommen. Ach du Scheiße, Digga. Ist ja richtig wild. Ist ja wieder einfach richtig wild. Also das war in XXL 3, würde ich behaupten, tatsächlich besser. Weil dadurch, dass man den Questmarker hatte, die man halt nachlaufen konnte. Und eine Questbeschreibung, true. Das war tatsächlich besser. Das wirkt irgendwie so ein bisschen wie die Light-Version von XXL 3, ne? Weil halt Attacken fehlen, die Kombos, weil die Helme fehlen, weil der Shop fehlt, weil manche einige Gegner fehlen, weil die Questmarker fehlen. Das ist einfach eine Light-Version von XXL 3, basically. Geht's nicht mehr. Ja. Leute. Intensifies.
Intensifies very. Mhm. Oh boy. Oh, da war ein Hinkelstein. Was? Einige Römer haben ein Schild. Nein! Ah, warte. Greife sie von der Flanke an und zerstöre ihre Verteidigung mit einem destruktiven Gegenstand, wo du sie verhauen kannst. Okay, warte mal. Greife sie von der Flanke an würde bedeuten, dass der Schild nicht rundherum schützt. Was der NXXL3 getan hat. Es war egal, von welcher Seite du ihn geschlagen hast. Der Schild hat geblockt. Also vielleicht ist es besser in diesem Spiel. Warte, lass mich mal probieren, die von der... Oder so. Die von der Seite zu schlagen, wollte ich gerade sagen. Ich habe gut getroffen. Ja. Aber ich wollte testen, die von der Seite zu schlagen, ob der Schild da blockt. Machen wir beim nächsten, ja. Weil das möchte ich wissen. Wenn das besser ist, okay. Aber wenn der Schild wieder rundherum blockt, dann fuck you. Aber hey, tut mir leid, aber dieses Hole-in-One, das musste ich nutzen. Ja, das war gut. Aber das war ja auch die Erklärung, wie man es machen soll. Das ist, also. Ich würde da nicht hingehen. Nee. Also. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier falsch sind. Ja, hier sieht es besser aus. Hier sieht's besser aus. Ja, hier sieht's besser aus. Okay. Jetzt gehen wir wieder zum Schmied. Ja, aber. Aber warum? Weil wir jetzt eben seine Werkzeuge zurückgeholt haben. Ach, haben wir das? Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben jetzt einen Hammer in der Hand. Kann der die Metallkisten kaputtballern? Du fragst, will ich jetzt testen? Ah, ja. Lol. Wir haben die Werkzeuge wieder geholt. Okay, alles klar, Bruder. Fun Fact, hätten wir den Hammer bis hier kaputt gemacht, hätten wir wieder zurückgehen müssen. Ja, ich glaube, es wäre unwahrscheinlich, dass wir ihn kaputt gemacht haben. Oh, boy. Seid ihr dumm, Leute? Seid ihr wirklich dumm? Kein Problem, Digga. Was ist los? Na, ich habe nur den Chat ein bisschen aufgeräumt, alles easy. Ach so. Freunde, die uns im Kampf gegen die Römer helfen. Hallo, Dauerwellix. Weißt du, wo der wieder Okidokis ist? Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich habe die Ohren gespitzt, als ich den Römern die Haare geschnitten habe. Ich glaube, General Perillus hat ihn fast Famus, einem römischen Musiker, geschenkt. Er muss eine Musiker. Klingt logisch. Oh doch, sie haben sogar ein Lied. Du hast sie nicht von der Insel weggebracht, keine Ahnung, direkt zu Caesar selbst, wo er am sichersten wäre. Einfach Nein. zu einem Mittagessen verarbeitet, Digga. Irgendeinem random römischen Musiker, der warum auch immer auf dieser Insel hier ist. Ja. Vor allem die Römer wussten ja scheinbar, dass das die Lösung ist, dieses Dorf einzunehmen. Ja. Aber sie haben nicht so weit gedacht, dafür zu sorgen, dass es hier nicht wieder geklaut wird. Okay, cool. Sie wollen mich festnehmen. Okay, cool. Sinn 100. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich Leute im Chat blockieren soll, wann lieber nicht. Prinzipiell eine Warnung vorne her auf jeden Fall. Das finde ich immer angebracht. Es sei denn, da kommen irgendwelche beleidigenden oder was weiß ich was Sachen rein, dann und auch gerne einfach direkt wegballern. Ja, also wenn jetzt einfach jemand reinkommt und einfach sagt, hey du Hurensohn. Genau, dann weg damit. Wobei es unwahrscheinlich ist, weil du musst 10 Minuten abonniert haben, damit du was schreiben kannst. Das passiert nur, wenn du Minecraft streamst. Ja. Von daher, ja, das ist der Punkt. Und ansonsten, wie gesagt, eine Warnung finde ich immer gut. Man kann den Schild auseinanderschlagen. Okay, sehr gut. Besser designt, deutlich besser. Aber ich gehe da auch einfach sehr viel nach eigenem Ermessen und manchmal triggern mich Dinge und gehen mir auf den Sack und manchmal ist es mir egal. Ja. Von daher ist das immer so ein bisschen, ja, yeah. Random. Nicht recht mich ist, kann man sich ja immer noch wieder zurückstellen. Ja, der Punkt ist ganz einfach, ich habe hier den ganz klaren Vorteil einer Diktatur. Das ist mein Kanal und ich kann jeden rausblocken, der mir auf den Sack geht. Oder auch, wenn er mir nicht auf den Sack geht, kann ich ihn rausblocken. Ich brauche keinen Grund dafür. Ich kann einfach blocken, drücken und fertig. So. Und natürlich mache ich es nicht ganz grundlos. Aber prinzipiell brauche ich mich auch nicht dafür rechtfertigen. Ne? Das ist halt mein Vorteil. So. Und das, von daher sehe ich da gar kein Problem drin, wenn ich irgendwen im Chat habe, der mir ansatzweise den Tag verdirbt oder ähnliches. Und ich habe denjenigen gewarnt und der sieht es nicht ein. Dann...
Warte halt nicht. Wieso haben die Römer den jetzt auf einmal? Hä? Woher? Das hat gar keinen Sinn. Das, wir kamen gerade von dem. Und der war an der Klippe. Da konnten keine Römer von deiner Seite kommen. Hä? Hat er sich jetzt von der Klippe geschützt? Ist außen rumgelaufen. Ja. In die Arme der Römer. Ja. Alter. Das kannst du keinem erzählen, ey. Kannst du keinem erzählen. Keine Sorge. Oh Mann. Alter Schwede. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass es schnell vorbeigeht, ganz ehrlich. Ja. Also ja, Jeminik hat prinzipiell einfach kräftig drauf. Ne? Wie gesagt, eine Warnung auf jeden Fall. Wenn dann aber weitergemacht wird, dann einfach weg damit. Habe ich ja jetzt vorhin auch so gemacht. Also ich habe einmal gesagt, ey, hört mal auf den Snapshot zu spammen. Danach habe ich wieder so eine Nachricht gesehen. Und klar, ich glaube, ich hätte dann gucken können, ob das überhaupt derselbe Account war. Aber zum Beispiel in dem Moment war es mir einfach zu blöd. Weil ich mir dachte, ey, es war relativ eindeutig, dass diese Nachrichten nicht im Chat erwünscht sind. Weg damit. Fertig. So einfach. Dann habe ich ihn halt weggehauen. Ich habe den einen habe ich getimeoutet, den anderen habe ich halt geblockt. Genau, ich habe erst einen getimeoutet, danach habe ich einen geblockt, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwie so. Wird schon passen. So, ne? Wie gesagt. Benutzt euer eigenes Gehirn, das wird schon. Im Endeffekt, ja. Einfach mal machen, wird schon passen. Ah, praktisch. Interessanter Mechanismus übrigens auch. ja. Und ansonsten, wenn es mir immer noch irgendwie nachher nicht passt, kann ich es dann noch rückgängig machen. So ist es ja nicht. Von daher, ja. Kein Problem. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die mir nicht wirklich gefällt. Du bist basically useless ohne Waffen. Finde ich gar nicht so unbedingt. Ich habe meistens keine Waffe in der Hand, glaube ich. Ich mache eigentlich immer nur mit X drauf. Ich mache auch relativ wenig starke Angriffe. Also ich smash eigentlich nur X. Und es funktioniert einigermaßen. Bei den Schilden ist es ein bisschen anstrengend, aber ansonsten geht es. Also das ist mir bisher noch nicht so negativ aufgefallen wie im Original. Wie in XXL3. Wo es ja wirklich so war, wenn du, hier ist Leben. Wenn du keinen Special Move mehr hattest, konntest du manche Gegner einfach nicht besiegen. Ja, Cassandra, ich hab gesehen, was im Chat abging. Ich hab drauf reagiert. Weiß gar nicht, sehen die normalen Chat-User eigentlich, wenn ich irgendwie blocke? Oder sehen die nur die Nachrichten plötzlich verschwinden und fertig? Weil ich meine, die Admins kriegen, glaube ich, angezeigt. Also ich zumindest krieg angezeigt, bla bla bla, wurde getimeoutet oder wurde blockiert. Ja, das krieg ich auch angezeigt dann. Ja, weil du auch Admin bist. Ich weiß nicht, ob normale User nicht vielleicht einfach nur sehen, dass die Nachrichten verschwinden und weg. Vielleicht sehen die tatsächlich gar nicht, was da passiert ist. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Müsstet ihr mir mal in den Chat schreiben, Leute, ob ihr gesehen habt, dass da wer geblockt wurde oder ob ihr einfach nur gesehen habt, dass die Nachrichten plötzlich weg waren, falls ihr darauf geachtet habt. Jetzt kann ich übrigens gerade meine Leiste nicht triggern. Ich drücke LT und es passiert nichts, obwohl sie komplett voll ist. Ja, weil du keine Waffe in der Hand hältst. Ach so, dafür. Ach, das ist das. Ah, nee, hä? Nee, jetzt konnte ich es aber gerade machen. Ich hatte keinen Gegenstand in der Hand. Also manchmal geht's einfach, manchmal geht's nicht. Okay, dann ist es weird. Ja. Dann ist es einfach weird. Ich verstehe es auch nicht. Also irgendwie. Hä? Das Obelix ist... Dash. Ja, okay. Okay. Das ist gerade passiert. Ich handle mit der Zustimmung des Diktators. Finde ich gut. Ja, genau. Ich glaube, normale User bekommen nur diese Nachricht wurde blockiert. Ah, okay. Oh, das Brett. Das Brett ist meine Lieblingswaffe tatsächlich. Ja, das ist, weil es gut, eine gute Range halt auch hat, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Range sich wirklich unterscheidet, aber es wirkt halt, als hätte es eine große Range. Ja, weil es so einen Halbkreis schlägt. Ja, genau. Haben wir wirklich einen Römer auf dem anderen Schiff vergessen? Oh, echt jetzt? Bist du? Da oben. Zwei Bogenschützen. Okay. Hast du ja nur gefragt, ob er okay ist. Ja, solange du mir nicht auf den Sack gehst, klar. Alle sind okay. Du bist noch nicht gebannt, also. Richtig, ja. Richtig. Nee, prinzipiell ist jeder im Chat gerne erwünscht, außer er wird ein Arschloch. Dann nicht mehr. Und die Definition von Arschloch, die setze ich. Ich liebe Diktaturen. Jedenfalls, solange ich der Diktator bin.
Ja, sie funktioniert. Sie funktioniert einfach. Ja, ja. Solange man einen gescheiten Diktator hat, funktioniert die. Ja, genau, du brauchst nur die richtige Person, dann läuft es auch alles. Ja, ist absolut so. Ist absolut so. Ich meine, es gibt manche Leute, die sind nicht geschaffen für eine Diktatur, das... Es gibt auch genug Leute, die sind nicht geschaffen für eine Demokratie. Ja. Deswegen gibt es für beide Sachen was. Das sind beide Seiten Argumente. Ja, absolut, absolut. Irgendwer hat vorhin was gefragt. Moment, was hatten wir das Diktaturthema nicht vorhin schon? Maybe? Weiß nicht, was du meinst. Okay, die Schildfutze sind doch stärker als man denkt, weil sie sich relativ schnell umdrehen. Okay. Aber die Bogenschützen können, glaube ich, auch ihre eigenen Freunde verletzen. Weil ich glaube, der Schildfutze gerade eben wurde von dem kalt gemacht. Gib mir so einen Hammer. Danke. Die Musik mag ich gerade. Ja. Friss Bratpfanne. Oder Hammer. Oh, wir mussten sogar einen Hammer mitnehmen, sonst wären wir gar nicht durchgekommen. Oh. Hat er sich in den Kisten versteckt? Willst du mich verarschen? Warte mal, von hier kamen wir doch, oder? Ich glaube schon. Ah. Ah. Also gut, du hast den Hammer. Ja. Achso, genau. Ich habe mir die Kette gefragt, wann eigentlich dein erster Stream kommt, Kevin. Irgendwann. Ich muss mir noch überlegen, was ich mache. Sehr gut. Die Musik ist irgendwie sehr... Piratenmäßig. Ja, ich hab's gar nicht unbedingt gesagt. So einfach so generell mittelalterlich irgendwie. So klingt sehr... Ja, keltisch irgendwie. Mittelalterlich, ja. Bisschen karibisch angehaucht. Ja, gefällt mir aber. 2 Euro von der Maya. Vielen lieben Dank. Aber Jonas Caesar, und das sage ich als Geilerin. Jawoll! So muss das sein. Was? Du brauchst einen Gegenstand, Digga. Was will der denn? Mit den eigenen Waffen? Null. Hose weg! Einmal kräftig durch! Immer feste drauf! Lol. Alter, was ein Gigakill. Aber guck mal, das hat jetzt zum Beispiel nicht die ganze Leiste leer gemacht gerade. Ich verstehe nicht, warum man die ganze Leiste aufbraucht und wann nicht. Ich finde den Special Move ein bisschen weird. Ja, vor allen Dingen ist irgendwie immer was anderes. Man weiß nicht, wann er wann irgendwie anders ist. Ja, also er ist schon an den Waffen ausgerichtet, glaube ich. Das stimmt schon wahrscheinlich, die Vermutung. Aber es ist halt schwer festzustellen, was man eigentlich gerade in der Hand hält. Wann er was tut. Manchmal kann man ihn ausfüllen, manchmal nicht. Das ist ein bisschen komisch. Immer feste drauf. Jetzt zum Beispiel konnte ich ihn gerade ausführen mit dem Fass in der Hand. Hat aber auch wieder die Leiste nicht leer gemacht. Oh, ich bin gestorben, lol! Ups. Oh, lol, ich hab nur ein Herz. Ja, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Oh, ich wurde wiederbelebt von irgendwas, okay. Ah, das war's. Hab ich gerade noch getroffen? Nee, ich glaub nicht. Okay, Leute, ich finde, für Sterben sollte man irgendwie Abzug bekommen, weil das ist so weird. Okay. Aber ich habe die meisten Römer mit Römern getötet. Asterix, Obelix, er ist so traurig ohne unseren süßen kleinen Obelix. Ich habe hier im YouTube vielleicht nur gesehen, dass die Nachrichten futsch waren. Okay, ja, also wird das nicht angezeigt. Das ist interesting. Verliert keine Zeit und besucht die hibernischen Spiele, bevor die Römer herausfinden, was hier passiert. Wieso gehen wir zu den hibernischen Spielen? Wir wollen den Widder retten. Ah, weil der wahrscheinlich zu dem, weil der Musiker dahin kommt. Das ergibt so keinen Sinn. Aber der ist Römer. Ja, das ergibt so keinen Sinn. Oh mein Gott. Warum waren wir kurz hier für das Gespräch im Dorf gewesen? Ich hab keine Ahnung, Digga. Wir waren auf dem Schiff. Ich denke, wir sind wahrscheinlich von dem Schiff schon wieder zurück. Keine Ahnung. Alter, haben wir es dann bald? Danke. Jonas, wenn ich eine Adresse hätte, würde ich dir einen Lorbeerkranz basteln für dein Headset. Wow! Nice! Vielleicht lasse ich dir was zukommen.
Strong. Dann einen Tag später Jonas gedoxt. Ja. Nee, aber noch mehr kannst du mich schon fühlen. Glaubst du dieses Zeug über einen zahmen Widder? Warum nicht, Obelix? Du hast einen Zahn. Er kann sicher auch Männchen machen. Er macht wohl eher Männchen. Oh boy. Der war schlecht. Ja. Die hatten wohl keinen guten Grund für das nächste Level und haben dann einfach gesagt, na lieber einen schlechten Grund als gar keinen Grund. Ja, ist so. Ist so, Alter. Aber andererseits, die brauchen auch keinen Grund für Kisten, ne? Die stehen hier auch einfach random in der Gegend rum die ganze Zeit. Und es gibt literally ja, keinen Grund. Mittlerweile ist das so eine Art Markenzeichen. Ja, bei Ozone spielen. Muss einfach. Weiß auch nicht warum. Was? Ah, du bist fett genug. Die mit einem T-Symbol dargestellt werden, aktivieren Druckplatten sofort. Was? Okay. Na dann. Na dann. Warte. Ja, oder so. Warte. Ja. Nee. Ja, wir müssen switchen. Okay. Dann geh auf die Platte. Und jetzt. Warte. Schmeiß ich mich nochmal hoch, bitte. Ach so, ist das einfach zeitgebunden oder was? Nee. Nee, ich hab das Stöckchen draufgelegt. Als ob das schwer genug ist. What? Du kannst es bestimmt mit einem Supersprung. Tatsächlich. Okay. Druckplatten. Oh, Teutates und Belisama, das sind keine Wortwitze, das sind Körperverletzungen in Schriftform. What? Was? Das ist auch gut. Ah, boy. Was macht ihr hier, Gallier? Dich platt. Oh, lol, der kann nicht gesandt werden, scheinbar, okay. Frisst Brett. Oh, Alter, hier habe ich einen Kriegshammer. Oh, der ist strong. Was hab ich? Ich hab einen Stock. Ich hab einen Stock. Oh. Ey, du Sau. Du Sau, du. Oh, ich hab auch einen Kriegshammer. Woo! Der haut rein. Der ballert ordentlich. Ich glaube, der ballert auch direkt durch die Schilde durch. Gib mir mein Brett wieder. Oh, ich bin fast tot. Da sind sie. Oh, mein Hammer ist kaputt. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Zieh dir eine Keule rein. Ja, ich bin dabei. Stimmt, Leben irgendwie erweitern kann man wahrscheinlich auch nicht, wenn es keinen Job gibt. Ja. Ach, da hinten ist noch ein Dings. Oh, lol. Und nu? Ah. Okay. Ja. Leute, die einfach auf dem Weg, hä? Also, Lorbeeren sind das offensichtlich nicht, weil die lagen nicht einfach so auf dem Weg normalerweise. Weiß nicht, was die goldenen Helme uns bringen, aber das ist ein bisschen weird. Ich meine, gut, wir sind noch relativ am Anfang des Spiels, nehme ich an. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Vielleicht sind wir auch schon bei der Hälfte, wer weiß es. Ja, es fühlt sich so ein bisschen so an, ne, weil wir sind diesem Winter so nah. Es fühlt sich an, als wäre es gleich schon vorbei. Also, ich hoffe, dass es gleich vorbei ist. Ja, true. What the fuck? Jetzt wird's wild. Wirf mir mal einen Hammer rüber. Greif den Hammer und wirf ihn rüber. Ihr Wunsch ist mein Befehl. Danke. Oh, ist der kaputt gegangen? Nee, der fliegt einfach. Ah, da hinten liegt er. Okay, weil dann kann ich mich das hier wegmachen. Und jetzt kann ich hier den Steinfelsen schieben. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Hä? Muss ich den aus der anderen Richtung schieben? Ah, muss ich aus der anderen Richtung schieben. Okay, aber wohin jetzt? Ah, okay, hab's verstanden. Ja. Nice one. Trösten sich mit einem. Genau. Ja. Ohne. Nein. Diese Kamera, ne? Die könnte halt schon mal da runterzoomen, wenn man da lang soll. Ja. Yeah. Also ich empfehle auch sehr, wenn man sich dieses Spiel antut, auf der höchsten Kameraeinstellung. Auf jeden Fall, ne? Stell dir mal vor, wir würden es auf nah spielen. Digga, wir würden gar nichts mehr sehen.
Stell dir mal vor, bei dieser. Was? Hast du gerade diese Keule gefressen, als ich sie zu. Ich glaube, ja, scheinbar. Stell dir mal vor, wir hätten diese Dorfszene mit dem Hin- und Hergesuche mit der nahen Kameraeinstellung gespielt. Ach du Gott. Scheiße, Digga. Eyo, eyo. Der fast so schlimm wie unser eigener Schreihals. Ja, true. Und den Hammer in die Fresse. Automatix wäre stolz auf uns. Radio Gagax. Oh mein Gott. Ach, halt die Fresse, Digga. Was zum Fick? Was heißt du Dorf? Du hörst es doch. Kannst du das da mal... Jawohl. Wo ist der Bogenschützen? Das ist die Bernische Konzert. Tja, Leute. Waffenwahl ist echt Hammer. Nice. Nice. Er war strong. Der Hammer. Er war strong. Oh, Gallia. Bitte helf mir. Das ist ein Notfall. Ja, hat man gehört. Aber erst würden wir gerne wissen, mit wem wir die Ehre haben. Bei meinem Schnurrbart. Ich bin Radio Gagax. Britanniens. Die haben es sogar mit dem richtigen Melodie gesungen. Nice. Radio Gagax Tour. Aber diese verfluchten Römer haben sie unterbrochen. Nur um Platz zu machen für den abscheulichen Fast Famus und seine erbärmliche Kapelle. Ich habe protestiert und sie haben mich und meine berühmten Musiker verhaftet. Ich weiß nicht, du siehst nicht sehr verhaftet aus, ehrlich gesagt. Nur so eine sie Idee. Die haben mich verhaftet, sie haben mich in eine Ecke gestellt. In eine Ecke, die ich noch nicht kannte. Ja, und unbewacht, oh mein Gott. Was für Freiheit, Digga, du stehst hier rum und kannst hingehen, wo du willst. Alter. Was für ein Glück, euch getroffen zu haben. Und die Römer davor waren literally vor einem Riesenfeld, hinter einem Riesenfelsen versteckt. Also. 500 Kilometer entfernt. Ja. Like, what the fuck, man? Was ist das denn hier? Okay. Überhaupt nicht laut oder so. Ah! Warte. Okay, warte. Wo ist das Nachspiel? Hä? Alter, what the fuck? Oh, wir wissen, wie man Musik macht, Asterix. Warum leuchtet das gerade? Hä? Oh nee, sagen wir nicht, wir haben einen neuen Glitch gefunden. Ich glaube, es ist broken. Ich glaube, es ist broken, weil wir konnten sie nicht mehr schlagen. Ich glaube, es ist broken. Okay, well, dann ist es halt broken, fuck it. Dann machen wir. Achso, warte, müssen wir das machen, um weiterzukommen, oder ist es egal? Ne, ist egal, glaube ich, okay. Dann scheiß auf. Keine Ahnung, hab nicht aufgepasst. Ja, man weiß es nicht. Abkürzen muss ich einfach von uns zurücklangst. Ah ja, ist das so? Ist das so, mein Freund? Ja, scheinbar ist das so. Oh Gott, das ist schon wieder ein großes Gebiet. Ich mag große Gebiete im Spiel nicht. Ja, same. Ist da hinten irgendwas? Da ist was. Oder? Digga, die Kamera, what the fuck? Ich bin gestorben. Okay, ich dachte, warte, hä? Aber da muss doch was sein. Du kannst doch da nicht umsonst langlaufen. Komm mal mit. Vielleicht geht die Kamera dann mit. Das Spiel ist... In diesem Spiel kannst du oft Dinge machen, die einfach nichts bringen, weil sie nicht richtig gut verschlossen wurden oder so. Stimmt, aber ich glaube, irgendwie da muss was sein. Ja, der Tod. Nee, du darfst einfach nicht sofort da runterlaufen. Du musst um die Ecke laufen. Ich bin um die Ecke gelaufen. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ich schon. Oh, jetzt bin ich auch tot. Okay, ich glaube, das soll man tatsächlich nicht lang. Was ein Schmutz wieder, Alter. So, Wasserkulisse. Schöne Kulisse auf dem Wasser. Genau. Ja. So weit, das will ich mal auch probieren. Komm mal her. Warte kurz, ich muss dich kurz wegmachen hier. Oh. Ja, du frisst sie, wenn ich sie dir zuwerfe. Nice. Hey, what? Du Sau! Ja, einfach meinen Hammer geklaut. Nö. Nö, ich will ihn nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Friss ihn! Jetzt hast du ihn weggeschmissen. Ah, oh, nee, da liegt er. Nee, ist ein anderer Hammer. Na gut. Well.
Wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, perfekt. So. So, du kriegst dem seinen Hammer. Okay. Nice. Jawohl. Und damit machen wir jetzt den Bogenschützen platt. Heul nicht. Du hast nur einen Hammer in die Fresse bekommen. Oh, Leute, wir sollten heilen. Ist wirklich scheiße mit nur vier Leben dauerhaft. Ja, vor allem sieht man es irgendwie nicht. Man bekommt es nicht mit. Ich finde das Trefferfeedback auch nicht so wirklich gelungen. Ja. Das beste Feature im Spiel broken. War's wieso? Das beste Spiel, Feature im Spiel. Heißt das, dass wir jetzt baden sind, Asterix? Nee, der. Oh, nevermind. Okay. Meiner oder? Ja. Okay, ich dachte, der wird zuerst gewesen, aber meint. Okay, erst du. Hä, hey, ich sehe immer den in der Mitte zuerst. What the fuck? Dann wieder du. Wir haben kein Gehör. Ah, das war erst da unten rechts, okay. Gut. Okay, dann noch mal. Links, oben, links, rechts. Oben. Okay, jetzt ist klar, ja. Links, oben, links. Rechts. Rechts. Oben. So, okay, gut. Ah, okay, es triggert irgendwas, danach bleibt das so. Dann ist es nicht broken, dann muss das so sein. Okay. Es ist schlecht gemacht. Ja, es ist nicht einleuchtend irgendwie, was man da tut. Es wirkt auch irgendwie, als wäre es Bonus und nicht, als müsste man das tun. Ja, vor allen Dingen sieht es broken aus. Ja, das außerdem. Ich bin hier drüben. Ich bin hier oben. Gut. Stirbt der jetzt bald mal, oder? Danke. Kannst du hier mit rüberkommen? Ja. Was ist da oben noch? Keine Ahnung, da war auf jeden Fall eine Obelix-Druckplatte. Oh, scheiß drauf, I guess. Vielleicht so ein Helm oder so. Ein goldener Helm vielleicht. Ja, genau. Oh, ich bin schon wieder tot. Nice. So viel zum Trefferfeedback, was wir vorhin hatten. Ich hol mir mal einen Kaffee bei dem Game, fallen mir auf die Streifen vom Kilt. Jawohl. Ich hab dir eine Keule in den Hintern geschoben. Nice, danke. Dann hast du wieder gelebt. Ja, sowas kannst du mich wiederbeleben wirken. Noch einen Schluck Kaffee hinterher und dann läuft der Nase. Schmeiß noch ein paar Schlaftabletten hinterher. Schlaftabletten. Ey. Ich glaube, wir müssen ja schon wieder Musik ballern. Man kann sagen, was man will, aber sie haben sich auf jeden Fall bemüht, zumindest versuchen, irgendwelche Varietät reinzubringen. Auf jeden Fall. Und es ist weniger eintönig als XXL3, würde ich sagen. Ja. So, wie triggern wir dieses Scheißding jetzt? Ja, genau. Irgendwie gar nicht. Ich kann fragen, warum gibt es hier eine Kiste mit Hämmern? Ah ja, ich sollte mal mitnehmen. Hä, hallo? Hallo? Okay. Gott, Obelix. Ich therapiere mich mit Zeichnen, jawohl. Vielleicht kann man hier irgendwie... Vielleicht von der Mitte da ja. Irgendwie. Ja, offensichtlich sind wir hier richtig. Wo Römer sind, da geht's weiter. Mit dem Hammer, Alter. Das habe ich voll an Aragorn. Wie heißt der noch gleich? Rohan oder so? Der mit dem Hammer durchgeballert ist. Rohan Hammerfaust. Irgendwie sowas. Oder Roran. Oder irgendwie so. Irgendwas mit R. Bin ich mir relativ sicher. Oh, toll. Oh. Okay, gut. Hab mich rausgewogen. Ah? Hab mich rausbekommen. Ach, ja, hast du noch festgegangen? Ja, festgeglitscht. Ah, nice. Hab mich wohl festgeglitscht. Man kennt's. Okay, von da kommen wir. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mit den Lauten schlagen kann. Was halt cool ist, da waren wir doch schon mal. Wollte gerade sagen, von dir kommen wir doch. Willst du mich verarschen? Hä? Was? Weiter nach rechts. Immer in die rechte Richtung. Ja, vielleicht heilen. Wäre eine gute Idee. Warte mal.
Nice. So macht Heilen. Zwerf ist halt leider zu langsam, um das wirklich effektiv im Kampf zu nutzen oder so. Ja. Ja. Ja, toll. Danke, Kamera. Danke. Wo kommst du? Ich kann nicht. Hau mal denn halt den Schalter da. Nee, nee, geh mal. Ich meine hier. Nein, nein, nein. Geh mal da weiter. Hau mal den Schalter, der da ist. Ganz am Bildschirmrand, da. Ach, da unten. Ja. Okay, ich dachte, der wäre für den Felsen. Nevermind. Dann komme ich mit. Wenn ich mein Game-Demo fertig habe, würdest du da eine Folge von deinem Lass uns mal spielen oder wie du es genannt hast, rausmachen? Ja, klar. Why not? Auf jeden. Auf jeden. Gibt es mal wieder eine Folge Luma seit 50 Millionen Jahren? Ja. Lass uns mal ausprobieren. Genau, so habe ich das genannt. Richtig. Luma. Merkt man, dass ich Galaxy-Fan bin? Mario Galaxy? Hä? Sind wir wieder hier? Was? Ah. Digga, was zum fucking Fick? Wo ist mein Passierschein 38? Ah, mein Gott, ey. Vielleicht kann man hier hinten lang. Oh, man kann da lang. Aber was soll man da lang, ist die Frage. Häng fest. Ja, du musst außen rum, ja. Ich glaube, man soll da nicht lang. Wir tun es jetzt aber. Ja. Ja, waren wir doch auch schon, oder? Ja, jetzt sind wir wieder hier! Dinky! Wir laufen literally im Kreis. Es ist unbelievable. Ich möchte einen Fisch. Alter. Hügel. Ist ein Hinkelstein. Ja. Hinkelstein ist doch fein. Ja, 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 ja. Und Brett. Das macht fett. Hier waren wir schon, glaube ich. Ich weiß. Ja. Ja, wie kommen wir jetzt da durch zum Flippen Hell? Jetzt sind wir wieder hier. Digga! Jetzt sind wir wieder hier. Wir müssen irgendwie hier diese Dinger triggern. Aber wie? Ja. Komm nochmal ein Stück weiter nach unten. Die Kamera sich noch bewegt. Nee. Wie zum Fuck triggern wir das? Wir haben es vermasselt, Asterix. Wie vermasselt? Hä? Wurde uns das am Anfang gezeigt und nicht wiederholt, oder was? Wir haben kein Gehör, Digga, ich glaube, es wurde uns am Anfang gezeigt und nicht wiederholt und wir müssen jetzt halt raten, wie es ist. Das ist so ein fucking Joke. Also, der da zuerst. Hier, der hier zuerst. Nein, 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 wir sind dumm. Warum? Guck mal, was da hinten ist. Hinter uns. Was da in großer Weiß gezeichnet ist. Ja. Und jetzt guck mal, was passiert, wenn man da drauf schlägt. Vergleich ja, mal. Okay, come on, Digga. Das ist aber lächerlich. Okay. Oh, das ist echt lächerlich. Erst das. Ja, dann der hier, dann der da drüben. Dann der da drüben. Der hier wieder. Zweimal. Der da drüben. Okay, aber dann bleib ich da drüben. Ja, okay. Ah, ja doch, noch zweimal. Jetzt einmal den Dreier. Und den dann nochmal. Ja, okay, aber das ist schon Schmutz, Alter. Das hätte man wenigstens so markieren können, dass es hier auf dem Boden oder sowas ist, ne? Dass es nicht erst erscheint, wenn man draufschlägt. Weil wer achtet da schon drauf? Auf diese Effekte. Also mal ganz ehrlich. So, aber zweite Frage, was hat das jetzt aufgemacht? Ja, ich hab keine Ahnung, ich glaube hier die Tür, oder? Das hier? Ja. 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 Okay. Okay, 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 okay. Wenigstens bin ich noch drauf gekommen. Ja. Lol. Wen wurzeln die denn da? Kann ich nicht den Kriegshammer nehmen? Schade. Nein. Schade? Oh, du hast ein paar Ember gespawnt. Ja. Was wird denn das hier, Jungs? Kann ich es nicht kaputt machen? Ich kann da gar nicht hin. Nevermind. Na komm, verreck. Verreck doch! Doch Junge, wie viel Leben hat der? Oh, ich bin tot. Oh, das ist schlecht, weil die Kamera bleibt über dir unten. Ich bin wieder da. Okay, nice. Ah, da. Kriegshammer. Jawohl, ich habe auch einen. Wo soll ich die ganzen Bogen schützen? Ah. Frage geklärt. So
noch eine? Ja. Irgendwo müssen noch zwei sein. Das ist wenigstens ganz nett, dass es jetzt eine Anzeige gibt, wie viele Gegner noch existieren. Das stimmt, wobei es auch nicht neu ist. Das gab es ja in jedem XXL-Spiel bisher. Also außer XXL 3. Ja. Ist das so? Einen. Gibt es mehrere? Und warum ist der Käfig jetzt einfach random offen? Und warum kann ich mit dem nicht quatschen? Frage über Fragen, Alter. Den lassen wir jetzt einfach da stehen, oder was? Beantwortet. Den lassen wir jetzt einfach stehen. Okay, cool. Und Bretter. Meine Lieblingswaffen. Warte, jetzt sind wir wieder hier. Ja, toll. Und wo geht's jetzt weiter? Gab's Nox in XXL 3? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Könnte sein. Wahrscheinlich nicht. Weiß es echt nicht mehr. Ich habe eine Topfpflanze. Okay, hier sind Römer. So falsch können wir nicht sein, schätze ich mal, oder? Aber waren wir hier nicht schon? Ja, eigentlich schon, oder? Sind wir auf das Boot? Nein. Du stehst nicht im Boot, sondern nee, auf dem Boot. Nee, du stehst auf dem Boot. Ja, Hitboxen kann so um nicht. Überhaupt nicht. Das existiert bei denen nicht. Nee, das ist aber nicht neu. Das war schon in XXL 1 Remaster, in XXL 2 Remaster. Das war schon immer so. XXL 3. Ja. Wobei in 3 ist mir, glaube ich, gar nicht so krank aufgefallen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich möchte mal erinnern an die Zelte, wo ich hochgesprungen bin. Ja, stimmt, hast recht. Ja, Digga, also ich bin gerade nicht durch. Okay, ich dann ich weiter nach nicht. Links. Dann ja, nach links. Muss. Von da irgendwo müssen wir hin. Aber. Oh, ne? Ich häng fest. Nee, das müssen wir erst runterlassen. Aber es geht irgendwo nach links, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, theoretisch, aber nicht so wirklich halt. Haben wir hier schon? Ja, okay, das ist nur ein Shortcut. Aber das heißt, wir waren hier noch nicht. Das heißt, doch, wir waren hier schon. Wir sind nur dran vorbeigelaufen. Wir waren hier auf jeden Fall. Ziemlich safe. Ja, hier war die erste Musikbox. Ja. Dann können wir auch direkt hier weitergehen. Das war ja der Shortcut irgendwie, glaube ich, den wir aufgemacht haben. Ich denke, wir müssen irgendwo da weiter, wo der Typ gerade eben war. Das wäre nur logisch. Alles andere wäre ja schon 10 Mal abgelaufen jetzt. Das ist das Einzige, was übrig bleibt eigentlich. Oh, warte, was ist hier? Achso, ja, hier waren wir jetzt, ne? Ja, genau, okay. So, wo könnte es von hier aus weitergehen? Ja, ich bin dahinter, lol. Alter. Ich glaube, ich soll nicht hier hinter sein, aber ich bin dahinter. Oh, du konntest dahinter gehen. Ja. Können wir vielleicht doch mit dem Typen quatschen? Nee, der ist erhöht. Ja. Ja, aber... Guck mal, hier konnten wir rausgehen. Au, hier drüben, lol. Well. Okay. Ja, gut. Aber nee. Okay. Och, nicht schon wieder so Musikdinge. Ah, Mann. Okay. Dann da unten und dann wieder. Dann da oben, dann wieder unten und dann meiner. Ja. Okay, was aber das jetzt getan hat? Hier offen. Okay. Ich denke, wir sollten auch nicht mehr allzu lange machen. Die Konzentration gibt langsam den Geist auf. Ja. Lass uns den nächsten Kampf noch machen oder den nächsten Typen befreien oder so und dann machen wir Ende, denke ich. Kann man in dem Spiel speichern? Blöde Frage. Nein. Ne. Dann müssen wir doch warten, wann es automatisch speichert. Nee, das Level müsste ja eigentlich bald mal rum sein, oder? Wir spielen das Level jetzt seit einer halben Stunde laut Timer in dem Menü. Gut, wir sind noch ein bisschen blöd durch die Gegend gelaufen. Ja, dann aber sollte das bald vorbei sein. Aber das sollte aber nicht mehr so lange gehen. Sagen wir noch, dieses Level zu Ende. Ja, ich denke, das passt dann. Okay. Lol. You coming?
Ich komm. Sehr gut. Ich hab nur noch eine Keule mitgenommen. Sehr gut. Wieso ist eigentlich meine Dingsleiste schon wieder leer? Meine Special-Leiste. Ich hab die noch gar nicht genutzt. Die geht automatisch leer. Echt jetzt? Auch wenn man sie nicht nutzt? Ja. Das ist wie ehrenlos. Oh Mann, Alter. Das ist Alter. Tatsächlich wie die Kombo-Leiste. Nur, dass Kombos nicht so cool sind. Warum? Hä? Digga. Dann halt nicht. Oh mein Gott, was passiert? Schieberätsel. Ah. Weil ich Schieberätsel so liebe. Ich hau mal den Schalter. Ach, ich kann den Schalter nicht hauen. Nevermind. Ach so, das ist der Schalter, das ist das Ziel. Warte. Ich glaube, ich kann auf den Block drauf, oder? Warte. Ich wollte das Ding nach unten. Allein. So. Okay. Warte. Ja, okay. Kannst du den jetzt noch schieben? Ja, okay. Dann schieb den mal da rüber. Vielleicht kann ich noch auf den Felsen drauf. Nee, der ist zu hoch, glaube ich. Ja, lol. Okay. Da brauchen wir doch Chemotherapie. Ja, perfekt. Oh, ich glaube, wir haben das Schieberätsel gerade gebrickt, weil diesen Block kriegen wir jetzt nicht mehr da weg. Ah, okay, doch. Ah, du bist klein genug, da drum vorbeizukommen. Okay, sehr gut. Ja, aber trotzdem müssen wir... Also, du sollst nicht verkloppen. Ja, das ist das, was ich mit diesem Magnetendönsel meinte. Ich kenne meine eigene Stärke nicht. Mach erst mal. Ja. Sind hier in diesem Stein nicht? Ja, ich schon. Ich muss da drauf, beziehungsweise einer von uns. Ach so, ja, du musst da drauf, weil du bist schmal genug da durchzukommen. Ach nee, weil wir können den Stein da nicht durchschieben. Denn dieses Ding muss hoch. Das ist im Weg. Moment mal, ich hab eine Idee. Oh ja. Jetzt da oben. Ja. Ja, da geht's lang, oder? Nee, ich brauche was. Und da kamen wir. Was zum. Oh, warte mal, hier geht's noch lang. Ah, nevermind. Hier geht's weiter. Oder wir gehen einfach hier lang. Das geht auch. Oh, nee. Ach, Digga. Alter! Wird ja aber schwieriger. Alter, was? Ich glaube, der rechte jetzt. Ja. Okay. Ach, das war's schon, oder was? Endlich. Ja, was ist jetzt passiert? Wo geht's weiter? Hier waren wir doch schon, oder? Ich glaube, wir haben wieder eine Abkürzung freigeschaltet. Ja, lol, wir sind wieder ganz am Anfang. Ah. Oder? Warte. Das ist ja auch noch eine Abkürzung, die wir triggern können, glaube ich. Ah, nee, jetzt sind wir hier. Oh Gott. Ja, Moment, aber es kostet eine Abkürzung, die wir triggern können. Warte, das mache ich kurz. Ja, genau so nämlich. Hier. So. Dann haben wir die auf jeden Fall auch mal. Aber da müssen wir trotzdem bei dem Stein davon wahrscheinlich weiter. Ja, aber ich habe jetzt ein Brett, das reicht mir. Das bringt dir nichts. Ich weiß nicht, was du damit vorhast. Ich glaube nicht, dass du durch die Wand durchschlagen kannst, falls du das willst. Nein, was anderes. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Fahrt den Stein zu mir. I see. Gute Idee. Ja, Mann. Nice. Sekunde. Jetzt. Da muss man schon echt um die Ecke denken, Alter. Ja. Apropos um die Ecke denken. Ah, doch, ich kann da raus, okay. Junge. Du bist gerade so nicht zu fett. Ja, Alter. Diese Schlagmechanik. Alright. Nice. Und jetzt können wir darüber jumpen. Da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken. Das muss man den lassen. Ja, true. Wie hast du denn nichts vom Chat mitbekommt? Hä, was für? Ich lese den Chat die ganze Zeit. Ich sehe, dass ihr die ganze Zeit da am Blockieren und Nachrichten der schon seid. Ich find's gut. Passt doch. Funktioniert doch. Ja, aber wait a second. Jetzt sind wir nur wieder hier, wo wir gerade herkamen. Digga, was zum Teufel? Wenn, geht sie doch woanders hin? Nee, einfach nur von hier kamen wir. Hier haben wir ja gerade erst aufgemacht eigentlich. Ist oder nicht? Sicher? Ja, ziemlich. Ja, klar, von hier kamen wir. Auf jeden Fall. Hier hatten wir ein Battle. Naja, 100%. Von hier kamen wir. Ja. Oh, nee. Hä? Ich bin jetzt komplett verwirrt.
Aber, okay. Ah, ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich diese Tür hier aufgemacht, oder? Vielleicht war die vorher zu. Ah, ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe literally keine Ahnung. Ich hab gar keinen Plan. Game Design, meine Freunde. Game Design. Game Design. Junge, ich stehe einfach hinter ihm und klatsche ihm in den Rücken. Was ist mit ihm? Oh, hier, nehme er den Krieg. Nee, ich hatte gerade den anderen. Nimm du den. Ich hatte vorhin schon den anderen. Schön. Oh, ne, er ist sogar noch da. Nice. Ja, da hinten. Ich hoffe, das ist der letzte. Nein, natürlich nicht. Oh, ich hab ne Klampfe. Oh nein. Hä? Du hast noch nicht getroffen. Doch. Also ich kann jetzt nicht treffen. Ah nee, das war schon. Wir waren oh schon nein, wir sind. Oh. Junge, wo müssen wir lang? Was? Zurück, bitte. Myers Game mit RPG-like. Okay, I like. Dafür gibt es viel zu erkunden, Minigames und eine Story. Cool. Mehr als dieses Spiel hat. Wahrscheinlich auch besser. Oh, probably. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bereue es jetzt schon, das angefangen zu haben. Achso, ganz ehrlich, da gefällt mir, dass XXL3 so langweilig und straightforward war. Oh ja, man hat wenigstens verstanden, wo man ist. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem ersten Typen. Jetzt sind wir hier. Ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung richtig sind. Ich weiß es. Ah, verschlossenes Tor, das ist eine gute Nachricht. Okay. Ja, aber. Nee, aber ich glaube, von da kamen wir damals, oder? Ja, aber warum ist es verschlossen? Ich habe keine Ahnung. Aber hier wird auch irgendwas lauter. Ja, aber hier waren wir schon. Die ganze Zeit. Haben wir vorhin schon gebattelt und alles? Und von hier kommen wir ursprünglich, glaube ich. Ah ne, jetzt sind wir wieder hier, wo wir um das Ding rumgelaufen sind. Wenn wir jetzt hier rechts weiterlaufen, laufen wir wieder im Kreis. Dann sind wir da, wo wir uns Abkürzungen geschaffen haben. Junge! Ah! Wenn das denn du selbst in diesen Account-Stack gibst, aufs Fressbrett. Ja, Mann. Ich meine, das Beeindruckende ist ja, all diese Accounts müssen mich mal seit mindestens 10 Minuten abonniert haben, von daher. Ja, die haben den Stream aufgemacht, haben abonnieren geklickt und gedacht, ah ja, wenn nicht. In 10 Minuten kann ich spammen. Jetzt bin ich wieder hier, Digga. No. Ist bei dir eigentlich auch die Musik gerade so buggy? Ja. Okay, sehr gut. Also, nicht gut, aber... Das ist übrigens vom Spiel, Leute. Das ist nicht von Übertragung. Da bin ich mir relativ sicher. Sowas, hört sich auch die ganze Zeit an, als wäre irgendwie ein Laster in Rückwärtsgang fahren. Ja, ja, da hängt irgendwas. Also, die Musik hängt halt einfach. Mach mal Pause kurz. Und wieder weiter. Ja, nee. Von hier kamen wir damals runter. Please send help. Hä? Guck, jetzt ist sie wieder zu. Wir waren vorhin aber genau da drinnen. Jetzt ist hier wieder zu. Ja. Die machen die Türen verschieden wieder zu, wenn wir da durch sind. Ja, toll. Das heißt, wir können jetzt wieder einmal im kompletten Kreis laufen, um wieder da reinzukommen, wo wir vorher waren. Ey, Digga, das kannst du keinem erzählen. Junge, der Sound laggt gerade so crazy, ne? Das ist ja richtig ekelhaft. Das ist richtig widerlich gerade. Vielleicht ist auch einfach irgendeine Szene nicht getriggert worden und es buggt gerade rum. Warte, okay. Von hier kamen wir, oder? Ja, von hier kamen wir. Ey, ich habe echt gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also meine Vermutung wäre, als wir irgendwo in Richtung Mitte waren, wurde ja so ein komischer Gitarren-Soundtrack lauter. Ja, ja, aber das ist schon die ganze Zeit, weil da waren wir ja schon öfter. Das wird schon die ganze Zeit lauter. Okay, gut. Aber ja, das ist so nach dem Motto, ja, wir kommen näher an das Festival. Das war schon die ganze Zeit so. Boah, Junge, das Audio ist mega dumm. Ich würde ja sagen, wir starten das Spiel neu, aber dann speichert es ja nicht. Von daher, magst du mal Pause drücken, einfach das Audio killen. Die sind okay. Ja. Ah, das sind auch die Effekte. Das sind die Effekte nicht, das Ding. Ja. Okay, cool. Dann kill die halt.
Ja. Ja, besser. Okay, so, dann mache ich halt einfach Musik im Hintergrund oder so. So. Wenn das Audio halt rumbackt. Wir wollen ja eigentlich eh nur noch den nächsten Savepoint suchen und danach hier raus. Schau jetzt Asterix Arm beim Spasten rum. Der dachte, dass das eine gute Animation ist, der gehört bestraft. Okay, die Stimmen sind auch am Buggen. Also das ganze Audio ist einfach tot. Das ganze Game Audio. Ich wüsste, dass es nicht wirklich schwer ist, etwas zu erfinden, das storytechnisch besser ist, als das, was ihr gerade sagt. Das ist wohl richtig. Ah, da waren Römer. Ja, wir sind richtig. Ich weiß noch nicht, wo wir hier sind. Aber hier waren wir doch schon. Hier waren wir safe schon. Da liegt ja sogar noch der Kriegshammer rum. Ja, hier waren wir schon. Auf jeden Fall. Und war hier noch ein Römer? Haben wir den mal übersehen? Nee, ich glaube einfach, dass die Stellen repurposed werden. So nach dem Motto, hier, du warst einmal da, geh halt nochmal hin. Oder? Ich bin mir nicht sicher, Alter. Nee, aber hier mit der Musik, da waren wir das... Hä? Ich bin verwirrt. Der Widder wird im Hintergrund gefoltert. Ja, wahrscheinlich. Oh, warte mal, die haben wir doch nicht gemacht, oder? Mit diesen Platten. Stimmt, das war die Druckplatte, wo ich gesagt habe, hey, ich habe hier eine Obelix-Druckplatte gesehen. Die wir ja offensichtlich nicht gebraucht haben, möchte ich nur mal erwähnen. Ja, keine Ahnung, ich komme auch nicht mehr raus, weil die Tür wieder zugegangen ist. Ja, okay. WTF, jetzt kommst du nicht mehr nach. Ja, das war's halt. GG. Ah nee, jetzt geht die Tür wieder auf. Weil ich hier den Schalter habe. Achso, ja, cool. Ja, okay, warte, dann kann ich, Obwohl, doch, warte. Ja, leg dir einfach was drauf. Ja, leg dir was drauf. Kannst du mir den Hammer geben? Ja. Oh, lol. Oder auch nicht. Ist der jetzt gerade durch die Wand gefallen? Ja. Warte, du musst erst hier das Ding triggern. Das stimmt. Oh mein Gott, Alter. Ich vergesse immer, dass man Gegenstände auf den Dings legen kann. Fun Fact, XXL, Unfair XXL läuft nicht auf Unity, sondern auf... Ach, Unfair XXL. XXXL läuft nicht auf Unity, sondern auf Unreal 4. And that's a fact. A fun fact. Oder so in der Art. An Asterix fact. Ja. Just a theory. A game theory. Was? Thanks for watching. Genau. Oh Mann. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Lol. Ich würde sagen, da wir den Sound ausgemacht haben, merkt man das nicht mehr. Aber man wird es auch mit Sound nicht merken. Von daher, was soll's. Ich gehe mal auf die Bogenschützen. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Piss. So. Ich auch irgendwo hier unten. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Du bist da links. Ja, ich habe da irgendwo unten Bogenschützen. Aber da oben sind auch noch Bogenschützen, glaube ich jetzt. Ja, hier, da. Jawohl. Um. Jawohl. Okay, versammle Radio Gagax Gruppe. Ja, wie machen wir das? Ich will mal gucken. Ob es jetzt besser ist? Ja. 50 und ISO mal auf 50. Ist besser, oder? Ja, also ich höre. Ich glaube, es ist besser. Ah! Oh. Ah! Und ich glaube, es hat gespeichert, oder? Oder? Ich schätze mal. Weiß ich nicht. Ja, ziemlich sicher. Ja, aber wir am Anfang vom Lager safe das. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat bestimmt gespeichert. Ist Glück des Züchtigen, Errungenschaft. Okay, ich weiß nicht warum, aber cool, I guess. Sollen wir? Ja, hau rein. Sag ja. Wird schon passen. Guck mal, wenn du bei Laden jetzt auf Laden gehst, was da jetzt so steht. 40% des Spiels haben wir durchgespielt? GG easy. Ah, lol. Das Spiel im nächsten Stream durch. Wir machen das im nächsten Stream fertig, weil der Mist ist, wir haben nicht alle Helme eingesammelt, glaube ich. Also wir haben nicht alles gefunden. Relativ sicher. Das kann ich hier doch sehen, guck. Ja, guck, Gaiden fehlt. Drogeda fehlt auch noch was. Tibernische Konzert haben wir einen übersehen. Ne, haben wir zwei übersehen. Ja, lol. Dafür, dass wir uns überhaupt nicht nach den umgesehen haben, haben wir viel zu viel mitgenommen. Ja, das sowieso. Gehen wir weiter noch. Hibernische Spiel ist das nächste Level. Dann nochmal weiter. Flippen von Droge da, Tara. Das war's. Ja, wir sind halb durch mit dem Spiel. Ja, cool. Cool. Warte, ich möchte jetzt mal, wenn ich das Spiel beende, möchte ich gleich mal gucken, wie viel auf dem Steam-Counter steht. Warte. Du hast gerade den ganzen Desktop gezeigt. Okay, so, ich bin raus. Ich
Da ist nichts drauf. Oh, gut, okay. Da sind nur meine Desktop. Da kann Leute sehen, welche Programme ich habe. Das interessiert mich aber nicht wirklich. Alright. Alright! Alter, was ein Game, ey. Oh, das Spiel hat ein Update. Nicht im Ernst. Als ob es jetzt ein Update bekommen hat zwischen... Alter, meine Haare. Als ob es ein Update bekommen hat zwischen Streamstart und Streamende. 800 MB. Lol. Das ist viel für das Spiel. Das ist ziemlich viel, weil das Spiel ist nur 5 GB groß. Ja. Das ist ziemlich funny. Gibt's einen Changelog, was sie geändert haben? Ich muss gucken, ich muss doch. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie einen Changelog gebaut haben. Oh mein Gott, es gibt DLCs. Nein! Was? Sorry, bei XXL3, sorry. Okay. Hab mich verklickt. Junge. Hab mich verklickt. Junge. Ach nee, das war der Download vom ersten. Sorry, das war kein Update, das war XXL3, was runtergeladen hat. So, lol, okay. Ja, nee, alles klar. 3,1 Stunden. Läuft. Und da kannst du einen Haufen abziehen, weil ich habe ja lange im Menü gehoppt. Ja, wir haben knapp 2 Stunden gespielt. Wir haben ja jetzt 10:30, wir haben 7:45 angefangen. Ja, du kannst ungefähr noch 2 Stunden Spielzeit haben wir. Das heißt, das Spiel wird ungefähr 4 Stunden lang sein. Ey. Ja, ungefähr 4 Stunden. Also ja, je nachdem, wie viel sinnlos man rumirrt. Ja. Cool! Ja, das sind 40 Euro auf jeden Fall wert. Richtig, das sind 40 Euro auf jeden Fall wert. Ey, Junge, ganz ehrlich, aktuell würde ich, glaube ich, sogar XXL3 fast vorziehen. Ja. Weil es halt, also, I don't know, Alter. Es ist halt wirklich wie eine Light-Version von XXL3. Es ist kürzer, es ist weniger Inhalt, die Story ist genauso nicht existent. Es hat ein paar Verbesserungen so, aber die sind aber auch super sehr wenig ausschlaggebend. Ja. Also es ist wirklich einfach XXL3 Lite-Version, basically. Und das ist schon schmerzhaft eigentlich. Ja. Alter. Es gibt 3 XXL3 DLCs. Ja, ich glaube irgendwelche Outfits. Die kosten dann irgendwie 2 Euro oder so. What the fuck, Roma und Dings Outfit. Die hast du beide tatsächlich. Was? Ich habe keine DLCs gekauft. Never. Kannst du sein, dass die vielleicht dazu bekommen? Available Content, tatsächlich. Hä, gar nicht kostenlos dazu? Ich hab die nicht gekauft. Definitiv nicht, ich bin ja nicht dumm. Nee, ich hab die nicht. Nee, okay, dann werden die nur angezeigt. Viking Outfit, okay. Legendary Outfit, 2 Euro jeweils. Das ist lächerlich. Das lohnt sich doch, die verkaufen 2 Euro ein paar Skins. Lächerlich, das so viel dürfte das ganze Spiel wert sein. Ja, ein 5er vielleicht. Ich meine, es ist nicht 5 Minuten lang. XXXL-ähnliche Spiele sind God of War und Horizon Zero Dawn. Alles klar. Ich hab das Cyberpunk stehen. Läuft! Und Skyrim. Jawohl! Was auch sehr geil ist, warte, ist es noch da? Oder habe ich das? Ich glaube, ich habe das gescreenshottet. Ähnliche Produkte. Gotham Knights, God of War, Marvel Spider-Man, Kena. Ja, klar. Deine Mutter, Alter. Kacke. Warte, ich weiß, das habe ich noch gescreenshottet, weil ich finde es gerade nicht. Ich kack ab. Warte. Oh, boy. Mikro wird nicht besser, es wird nur schlechter. Ja, es ist halt wirklich, weißt du, die schaffen es halt mit immer weniger Inhalt. Ne? 4 Stunden Gameplay. Dasselbe Geld rauszuholen, so. 40, 50 Euro. Strong. Das falsche. Strong. Vor allem der Witz ist ja, das baut ja 100% auf XXL drauf. Kann mir keiner erzählen, dass das neu programmiert wurde. Das baut 100% auf XXL 3 auf. Ja, wurde halt Engine kurz portiert. Ja. Und das ist halt, joa. Also, weiß ich nicht, Digga. Soll ich mir mal was sagen? Mhm. Mir wird auf meinem Account eine Spielzeit von 0,6 Stunden für XXXL angezeigt. Mhm. Wenn wir es innerhalb von 2 Wochen durchspielen, glaubst du, ich kann das dann refunden? Weil es nicht auf meinem Account getrackt wird, die Spielzeit, sondern über dich scheinbar, weil du kriegst ja auch die Achievements und nicht ich. Alter, wir probieren das aus. Das wäre so geil.
Ganz ehrlich, das ist assi normalerweise, weil ich meine, die Entwickler verdienen irgendwie auch Geld. Aber bei dem Spiel ist es mir irgendwie egal. Ganz ehrlich. Tut mir leid, aber die haben es nicht verdient. Da ist es mir irgendwie egal. Also wenn das geht, das probiere ich aus. Das probieren wir am Ende vom letzten Stream aus. Also wahrscheinlich am Ende vom nächsten Stream. Lol. Das probieren wir aus, Leute. Da kommt Sackboy wohl doch früher als gedacht. Maybe. Ja, wobei ich würde erst Stray noch ganz gerne fertig machen. Okay. Ich habe Stray ja noch laufen. Ja, lol. Kannst du Samstag? Muss gucken, wird aber wahrscheinlich schwer diesen Samstag. Ich könnte vielleicht Sonntag. Okay, dann verschieben wir den Stream vielleicht auf Sonntag. Auch okay. Auch okay. Ich denke, ich hab's dir geschickt. Du hast mir einen Parsec-Link geschickt. Nee, auf WhatsApp. Sorry. Ach, auf WhatsApp, oh lol. Ja, okay. Guck dir mal die Tags an von Asterix XXL. Achso, ich bin gerade auf der Shopseite, da sehe ich die sowieso. Achso, dann kannst du ja auch gucken. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Ja, ja, Anime, Comicbook und so weiter. Ja, ja, Standard. Anime. Ja, ja. Anime. Ja, ja, der Tag ist, glaube ich, überall drin, wo Dinge animiert sind oder ähnliches. Das ist bei Steam immer so, glaube ich. Das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist bei Steam tatsächlich immer so. So funktioniert das nicht. Na, das machen die gerne mal. Ich habe bestimmt irgendwo ein Spiel, wo irgendwas 2D animiert. Doch, hier stimmt Sonic. Sonic Origins, da gibt es animierte Cutscenes. Aber der Witz ist, die Texte sind ja von Benutzern festgelegt. Also, das heißt, irgendjemand ist halt auf die Idee gekommen oder Anime reingeschrieben. Ich habe gedacht, setz ein Anime. Ja, also von daher, das sagt nicht viel aus. Ja, gut, Leute. Also, ich würde sagen, wir hatten unseren Spaß oder so ähnlich, Fragezeichen. Eher nicht. Vielleicht schneide ich euch aus dem ganzen Krimskrams, was wir hier jetzt gerade aufgenommen haben, irgendwas Lustiges zusammen. Ich weiß noch nicht mehr, ob das überhaupt so viel Material hergibt. Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich glaube nicht. Aber, ey, vielleicht mache ich 2 Videos draus. 2 Let's Play Parts quasi. Oder haben wir ein Highlight-Video draus. Ja, oder so. Mal gucken. Aus beiden Streams. Mann, oder so, ja, genau. Also. Ich glaube wirklich nicht, dass das. Ha, Valentin ist noch da. Valentin ist noch reingekommen. Auf Surpass hat es noch Spaß gemacht. Ey, Digga, du hast zu, Alter. Guck's dir einfach an. Guck dir einfach den Stream an oder skip durch. Es ist wirklich wild gewesen. Es ist wirklich wild gewesen. Es ist schlimm. Also, ich würde sagen, der Anfang war noch relativ okay. Aber spätestens ab Hälfte vom Stream war schon wieder wild. Ja. Lustiger Funfact, Leute. Wenn ihr versucht, das ganz normal über die Steam-Controller-Einbindung zu spielen, dann funktioniert das nicht. Ja, weil das als Maus und Tastatur erkennt. Ja, das ist mir bei allen Spielen, die ich bisher mit Controller gespielt habe, das sind sehr viele übrigens, noch nie passiert. Gut, ich habe diese blödsinnige Einbindung halt nie angehabt, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ich verstehe nicht, wofür die da ist. Aber... ja. Wir haben versucht, psychologischer Horror auch als Tag hinzuzufügen, aber leider gab es nicht genug. Was? Ich hätte mitgemacht, Alter. Let's go. Was? Du kannst bei Steam ja die Tags selbst festlegen, benutzerdefiniert quasi. Und ich glaube, wenn genug Leute denselben Tag festlegen, wird er da reingesetzt. Ja. Und Spore hat geschrieben, wir haben versucht, psychologischer Horror als Tag hinzuzufügen. Leute, das müssen wir durchbringen, Alter. Tut euch zusammentun. Tut eure Freunde alarmieren. Bitte. Ja, Mann. Das wäre so gut. Warte mal. Ich gehe direkt auf die Shopseite. Shopseite. Plus. Geben Sie Tag in Deutsch ein. Psychologisch. Oh, man kann nur psychologisch. Psychologischer Horror gibt es gar nicht, glaube ich. Was wollen wir denn nehmen? Nur Horror oder psychologisch? Ich würde Horror nehmen. Das ist aussagekräftiger, oder? Horror. Ja. Ah, wir können Psycho-Horror machen, den gibt's. Okay, machen wir Psycho-Horror. Machen wir Psycho-Horror. Also, dann alle draufgeben, Psycho-Horror. Psycho-Horror, da ist er. Zack. Text, die sind... okay. Sie haben den Text hinzugefügt. Okay, das ist ja da drin, oder wie? Jetzt schließen. Okay. Was ist denn da drin? Wenn genug Leute. Ich glaube, wenn genug Leute das machen. Warte mal, mit diesem Text wurde das Produkt von den meisten Nutzern versehen. Sie können auf einen Tag klicken, um andere Produkte. Okay, also wenn wir es schaffen, dass mehr Leute das Spiel mit dem Tag Psycho-Horror versehen, als zum Beispiel mit 3D-Plattformer, Kampf oder Anime, dann wäre es oben mit dabei. Komm, wir müssen Anime besiegen. Dann wäre es oben mit dabei. Leute, wir starten eine Petition: Psycho-Horror versus Anime XXXL. Ich mach direkt eine Change.
Psycho-Horror.org bitte schon auf. Ja, Mann. Junge, das wäre so göttlich, wenn da einfach nachher Psycho-Horror drin stehen würde. Das wäre so gut. Das wäre super, Alter. Ich hoffe, du musstest kein Geld dafür ausgeben, aber hallo, habe ich die vollen 40 Euro dafür geblättert. Aber hallo. Aber wir haben gerade festgestellt, wir spielen das ja über Remote Play und es ist mein Account, ich habe das gekauft, aber wir spielen das per Familien-Schwachsinn-Steam-Gedönsel über Kevin. Das heißt, Kevin kriegt die ganze... Nicht mehr. Wir tun es über Parsec spielen. Aber wir spielen es über deinen Account mehr oder weniger, obwohl du es gar nicht gekauft hast. Das heißt, Kevin kriegt die Spielzeit, Kevin kriegt die Achievements, das heißt, bei mir steht weiterhin 0,6 Stunden. Wenn wir es also in 2 Wochen durchspielen, müsste ich es eigentlich refunden können. Maybe, wer weiß, wir probieren das am Ende von dem Stream aus. Am Ende des letzten Streams, also wahrscheinlich am Ende des nächsten Streams, probieren wir es aus. Wäre schon geil. Sag wann und wo, ich kann ein paar Leute auftreiben. Ich kenne etwa 300 Physikstudenten, die für jeden Spaß zu haben sind. Ja, Alter, dann ab auf diese Shopseite und da Psycho-Horror eintragen. Let's go. Nice. Let's fucking go. Fanny, meine Unterstützung hat der Psycho-Horror. Jawoll. Maya macht mit. Geil. Alle rein. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Jawoll, Alter. Schade, der sein könnte, dass Mikro jetzt ihrem treuesten Fan einen Review-Code schicken. Mikros hat mich damals geghostet, als ich nach einem XXL Remastercode gefragt habe. Die haben den so schnell wie möglich auf die Blockliste gepackt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, Alter. Ich habe halt auch den Fehler gemacht, damals mein XXL 3 Video zu verlinken. Nach dem Motto, ey, guck mal, wie viele Aufrufe das hat. Und ich glaube, das hat dir nicht gefallen. Weil es hat viele Aufrufe. Aber es verbreitet halt keine gute Meinung. Vielleicht haben sie auch damals die XXL 3 Streams gesehen gehabt. Ja. Ja, maybe, wer weiß. Wer weiß, ich glaube, bei Mikros bin ich auf der ganz schwarzen Liste, Alter. Deine Mails kommen noch nicht mal mehr an, die werden direkt einfach gedroppt. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber, ey, Leute, ich finde, dafür als Revanche drücken wir den Psycho-Horror durch. Also, das würde ich sehr fühlen. Alle rein damit auf jeden Fall, ja. Alle rein damit. Ich werde auch froh sein, wenn das Spiel durch ist, dass ich den Schmutz wieder von einer Festplatte kicken kann. Ja, auf jeden Fall, Digga, safe. Safe. Ja, ist auf jeden Fall funny, würde ich mal sagen. Gut. Ich würde fast sagen, damit soll es das gewesen sein für diesen Stream. Gott sei Dank. Wenn es euch gefallen hat, Maya hat den Text reingetragen. Jawoll, Alter, jawoll. Ehre. So muss das. Wir müssen Psycho-Horror durchbringen. Ja. Psycho-Horror vor XXXL. Ach, das klingt so scheiße. Junge, dieser Name. Dieser Name, Alter. Kann man irgendwo sehen, wie viel die anderen haben? Nee, kann man nicht. Schade. Aber ganz ehrlich, guck mal, das Spiel hat bis jetzt erst ein einziges Review. Das können noch nicht so viele Leute getaggt haben. Ist es gut, wer oder geht? Schlecht? Das ist gut tatsächlich. Das ist ein polnisches, glaube ich. Das ist auch es ist positiv. Fuck. Psycho-Horror ist ganz oben, sagt Matthäus. Was? Moment, ich lade das neu. Als ob wir es schon haben. Okay, ja, aber Leute, ihr müsst mehr reinballern, damit es bleibt. Warte, falls ich falsch sehe. Es ist da! Als ob, wie geil! Warte. Es ist jetzt schon über Anime. Jo, Matt! Warte mal, ist das vielleicht nur, weil wir es selbst gesetzt haben? Weil das ist auch markiert. Vielleicht ist es nur, weil wir es selber gesetzt haben. Wir müssen das bei einem Inkognito-Tab aufrufen. Ja, ich werde es gleich mal kopieren und dann... Ja, ich bin gerade dabei. Das müssen wir jetzt noch schnell prüfen. Das wäre so gut. Gott, warum ist schade. Das ist nur, weil wir es selbst gesetzt haben. Schade. Also Leute, weiter rein damit, wir kriegen das. Wir kriegen das hin. Wir setzen das nach ganz oben. Wir setzen das nach ganz oben. Komm, ganz ehrlich, wie viele Leute werden schon dieses Spiel sehen, werden dann auf die Idee kommen, es zu taggen und taggen es dann auch noch mit Anime. Oh. Da können wir doch easy mit Psycho-Horror drüber, oder? Also easy. Ich weiß nicht, ob diese Tags moderiert werden, keine Ahnung. Junge. Das wird noch. Das schaffen wir, Leute. Das kriegen wir hin. Von Asterix. Ja, das kriegen wir hin, Alter. Ruf den ehemaligen Asterix-Discord neu wieder in Kraft. Ja, Mann. Ruf die alten Hasen. Junge. Alright, Leute. So, damit soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die im Chat dabei waren, die mit uns mitgelitten und gelacht haben. Ich denke, es war zum Teil wieder relativ lustig.
Und ich freue mich, euch im nächsten Stream wieder begrüßen zu dürfen, weil auf dieses Spiel freue ich mich nicht. Genau, wir ballern das Spiel durch, hoffentlich. Vielleicht, wenn wir ein bisschen zu lange brauchen, machen wir einen zweiten Stream draus, beziehungsweise einen dritten. Aber wir nähern uns einem Ende tatsächlich und das nach dem ersten Stream. Wow. Ja! Ja. Was halt schade ist. Ich meine, XXL3 haben wir damals in 3 Streams gemacht. Okay, gut. Und da haben wir sämtliche Zwischensequenzen durchgeballert. Ja, wir haben alles geskippt. Aber wir haben alles geskippt. Ja, ja. Das ist mindestens 2 Stunden an Cutscenes, die wir geskippt haben. Wahrscheinlich, ja. Also, und außerdem wusste ich ja schon, was wir machen müssen. Also, ja. Wir mussten nichts suchen. Ich wusste schon, was wir tun müssen. Also, ja. Gut, Leute, damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns im nächsten Stream, maybe Sonntag. Und haut rein, macht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Tschüss. Imperator Jonas signing off. Kevin is out.